kommen jetzt hier zum lang erwarteten, ne, mindestens schon seit 6 Tagen erwarteten Titelmatch, ne, zwischen Jarambo und Mikesh. War ein krasses Ding. Natürlich war ich live da. So eine kranke Card gab es auf jeden Fall selten. Ich glaube, wurde nur getoppt von, ja, von der ersten Top-Tier-Takeover-Card mit hier. Ja, wisst ihr ja noch, Alter. Hier Greg Pipsinick, wer war alles dabei? Damian Davis, Jizzy, samt Kontrahenten. Also, das glaube ich so mit von den Namen her auf jeden Fall krass gewesen. Ich habe auch eine Prediction dazu abgegeben. Ich hatte, aber da kommen wir später noch zu. Festsaal Kreuzberg, lasst uns reinstarten. Mal kurz checken hier, ist das schon auf? Ich muss da mal um einen. Dass der Hamster da mal ein bisschen schneller im Rad läuft. Festsaal Kreuzberg! Ja, Killerkulisse, seht ihr ja selber. Ich glaube, 1100 Leute waren da. Wiederhole ich mich, glaube ich, wenn ich sage, ist die geilste Location, um so ein Ding zu machen, wegen der ganzen Ebenen und so. Ja. Aber könnte auch sein, dass das viele nicht gesehen haben, weil YouTube macht momentan wirklich, die übertreiben richtig ihre Rolle momentan. Also die waren vorher schon willkürlich, was so Monetarisierung und nicht für alle Werbetreibenden geeignet angeht, so. Aber das ist wirklich, ich hatte ja, als wir Battle Rap Junkie gemacht haben, war so ein Best of Finch, ne, war einfach, war grüner Button, alles super, für alle Werbetreibenden geeignet. Und ein Best of Bong Taggy zum Beispiel nicht. Also die sind komplett willkürlich. Die haben auf die letzten Dinge jetzt auch alles einen gelben Button reingehauen. Heißt kein Geld für mich, ne? Und das heißt auch, die teilen das nicht. Das heißt also, Leute müssen die Glocke wieder aktivieren, dass sie das überhaupt mitbekommen, weil das wird einfach nicht mehr geteilt. Ne? Keine Werbung, kein Nutzen für YouTube. Kann ich auch irgendwo verstehen, aber dann ist wirklich schon willkürlich auf jeden Fall. Ich hoffe, das Ding ist hier durchgegangen auf jeden Fall. Ja, Monsterkulisse. Wo stand ich denn nochmal? Ich glaube, ich stand hier hinterm, da irgendwo. Wollte ich mir auf jeden Fall aus nächster Nähe reinziehen, weil ich auch judgen musste. Spannung war da, alle haben Bock drauf gehabt. Ist halt das Geile bei so einem Titelmatch, ne? Du merkst halt das Knistern im Raum. Das war da auf jeden Fall der Fall. Sechster Geburtstag hier und das ist der Gürtel von Yes, ja, und ihr wisst alle, wer diesen Gürtel innehat. Nämlich unser Champion. Seit dem letzten Mal hier im Festsaal Kreuzberg, wo er Nidal Nip entthronte auf spektakuläre Art und Weise. Sein Style muss nicht allen gefallen, gefällt immer noch nicht allen. Aber er hat sich als so effektiv herausgestellt, einfach alles wegzumetzeln. Und gerade mit seiner letzten Performance hier im Festsaal hat er aber auch bewiesen, dass da noch viel mehr geht und hier ein monumentales Highlight gesetzt. Macht Lärm für den Banger aus Bonn, für unseren Champion, Jarambo! Jarambo, geiler Typ auch, hat wie gesagt, also den Weg, den der gemacht hat, ist anormal. Hier sehen wir noch einen sehr, sehr engagierten Supporter namens Kato. Den Weg, den der gemacht hat, ist nicht auszumalen. Also dagegen ist Mikesh's Weg wirklich ein Scheißdreck, weil der hat halt angefangen bei Du und deine Lines, also Mikesh, immer weiter hochgearbeitet, aber Jarambo ist halt die ersten 3 Male aufs Maul gefallen, aber der ist nicht einfach nur aufs Maul gefallen, so der ist quasi eine Treppe runtergefallen, aufgestanden, wieder auf einer Banane ausgerutscht, dann noch gegen eine Laterne gelaufen. Also der hat sein Anfang war unfassbar. Der hat kam zu Rapper Mittwoch, wurde da zweimal vom Maestro himself ja, gedemütigt auf jeden Fall, ist dann hin, hat die N-Bombe droppen lassen, der war komplett raus. Ich wäre gar nicht wiedergekommen, so er denkt sich, okay, weißt du was, komm, ich komme so nicht ins A Cappella, aber ich kann nicht freestylen, gehe ich zu Du und deine Lines. Ja, und jetzt ist der im Main Match, im Match des Jahres, der Titelträger. Enough said. Ja, und könnt ihr euch noch erinnern, was Jarambo gebraucht hat, um hier letztes Mal richtig abzuliefern? Eine schöne kleine Niederlage von Herrn Bong Taggy vorher. Und die hat sich hier unser Contender einmal
professioneller halber zur Adrenalinsteigerung mal eben abgeholt und steht jetzt hier mit doppelt Wut und Hunger im Bauch und will es an unseren Champion natürlich rauslassen, sich das Gold mit nach Hause holen. Der Typ ist der komplette Gegenentwurf zu seinem Style. Das werdet ihr hier gleich sehen. Macht leer für unseren Contender. Und zwar, angereist aus Hamburg, macht leer für Mika! Dickerchen, wo geht's eigentlich los hier? Mein Herausforderer? Yes, yo. Dann fest sein Kreuzberg. Klappe halten jetzt hier alle. Anormale Anspannung auf jeden Fall. Geile Atmosphäre, geiles Ding. Ne, der Kreis, habe ich letztes Mal wieder hat wieder einer gepostet. Ne? Also ein paar Hirnamputierte haben wir schon raus, haben wir schon raussortiert, aber es gibt noch eine Handvoll. Hat und das, ich weiß nicht, war das, welches Battle war das? Ich glaube Robscure gegen Chris Kotzen. Da drösel ich so ein bisschen auf, wer so die erste Liga in meinen Augen darstellt, die zweite Liga und die dritte Liga, also im Battle Rap von Skill Level her. Und sagt dann einmal, ja, Robscure ist ein erstklassiger MC. Im Sinne von, keine Ahnung, überragend, nice, über den Durchschnitt, so halt erstklassig gemeint, nicht im Sinne von, ja, egal. Auf jeden Fall hängt man sich dann auf jeden Fall drauf auf, so Lukas Podolski ist auch ein erstklassiger Fußballer. Hat auch in der zweiten Liga gespielt, ist aber glaube ich, auch ein bisschen weit hergeholt jetzt der Vergleich. Aber ihr wisst, glaube ich, also die meisten wissen ja auch, was ich meine. Ich erkläre das lang und breit. Und natürlich ist Robscure ein erstklassiger Battle-Rapper. Brian Damage ist auch ein erstklassiger Battle-Rapper. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine richtige erste Liga in meinen Augen. Die besteht aus ein paar Leuten. Da sind die Leute nicht drin, da sind in der zweiten Liga in der Spitze. Aber trotzdem, wenn du das Gros nimmst, so sind es einfach erstklassige Leute. So. Im Sinne von geil. Geile Battle-Rapper, überragend, über dem Durchschnitt. So. Traust du dich, Cynic, du Pfeife, trau dich doch einmal in den Kreis. So. Vollkommen in Ordnung, wenn du schreibst, ey, ich würde dich gerne mal im Kreis sehen, komm mal in den Kreis, der und der zerfetzt dich. Vollkommen in Ordnung. Aber nicht trauen. Nicht trauen. Trauen ist Big Stage. Ne? Da muss man sich drauf trauen. Man muss sich auch trauen, in eine Battle-Mania zu steppen. Erstens, wenn man noch nie vorher Battle Rap gemacht hat, noch nie gefreestylt hat, dann muss man sich trauen. Ne? Und wenn du die ganze Zeit schon dabei bist über Jahre hinweg dann, und so ein Jahr Pause gemacht hast, dann musst du dich auch nochmal richtig trauen, weil die Leute viel erwarten und im Freestyle kann alles passieren. So, das ist Trauen. Ne? So, aber vorne ganz, ganz nette, fachkundige, offenherzige, Meute sich in den Kreis zu stellen, wo keiner einem was Böses will, wo die Leute unterhalten werden wollen die, und die auch Ahnung haben. Das hat mit Trauen nichts zu tun. Ich bitte euch, ey. So. Ist mir nur eine Angelegenheit gewesen, auf jeden Fall bei Dreistil auch schon im Kreis gestanden. Bei denen habe ich ja auch schon gefreestylt. So, das hat was mit Trauen zu tun. So. Man kann schreiben, der Robscure soll sich mal trauen, in der Battlemania teilzunehmen. Und einfach mal so zeigen, ob er freestylen kann. Oder ein Brian Damage. So, das hat was mit Trauen zu tun. Aber wenn ich da einen Kreis gehe, hat doch nichts mit Trauen zu tun. Es wird doch sowieso bald irgendwann passieren. Also, bitte euch. Jetzt weg von meinem Egomanen-Trip zu den anderen jetzt. Erste Runde! Habt ihr alle Bock, Berlin? Yeah! Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Bei Mikes! Ey, yo, Berlin, habt ihr Bock? Yeah. Bevor ich die Raupe der Herzen, unseren Schmetterling, hier live auf der Bühne zerdrück, drehen wir die Zeit zum Debüt eines schlaksigen Typen bei Du und Deine Lines im Februar 2017 zurück. Zwei Typen hielten sich den Samstag frei, um Platz in der Mitte eines Kreises zu nehmen. Zwei Typen, die sich nicht kannten, aber sich nun beleidigen gingen und die vor diesem Moment mehr Schiss hatten als Frauen vor einem Scheidenexzem. Und warum? Alles nur um 2,5 Jahre später beim Titelmatch über Desaster auf dem Flyer zu stehen. So, Desaster war auch mit auf dem Flyer auf jeden Fall eine Anspielung auf sein Du und Deine Lines Debüt, wo er halt genau dieselben Worte benutzt und dann halt sagt, ja, und warum das Ganze, um einmal irgendwie über Jack Dragon auf dem Flyer zu stehen oder sonst, oder unter Jack Dragon, irgendwie sowas.
Auf eine geile Referenz darauf bezogen natürlich, dass er in den 2 Jahren einen geilen Aufstieg hingelegt hat. Spaß! Eigentlich nur Chris Kotzen und Rob Stewart deswegen beiden zu sehen. Aber hey, ich wette, in eurer Grundschule hattet ihr alle so einen richtigen Charp in der Klasse. Der den Tamagotchi in Tarnfarben hatte. Bei dem sich, wenn er wütend ist, der Nackenmuskel hebt. Mit einem Blick, als hätte er als einziger im Kinderheim den Snuff-Dreh überlebt. Und der Verletzlichkeit des kleinen Jungen, der spät in der Nacht im Türrahmen stand, wenn Papa Mama Hate gefuckt hat. Deiner Mutter geht's gut. Alex, spiel mit deinen Beyblades, mein Schatz. Das ist Alex. Alex sagt über sich selbst in seinem 90 Battle, Zitat, ich sorg... Ich glaube, das sollte die eigentliche Punchline sein, ne? Spiel mit deinen Beyblades, mein Schatz, sollte, glaube ich, die eigentliche Punchline sein, aber die haben vorher schon reacted by Hate gefuckt hat, ne? Verletzlichkeit des kleinen Jungen, der spät in der Nacht im Türrahmen stand, wenn Papa Mama Hate gefuckt hat. Deiner Mutter geht's gut. Alex, spiel mit deinen Beyblades, mein Schatz. Das ist Alex. Alex sagt über sich selbst in seinem 90 Battle, Zitat, ich sorg dafür, du tauchst nie wieder hier auf, denn ich bin sowas wie Vin Diesel als Lauch. Und für seine Ehrlichkeit kriegt er heute riesen Applaus. Aber Vin Diesel als Lauch, Alex, so siehst du aus. Mikesh hat das Game auf jeden Fall übelst gemastert, was Catchphrases und Slogans und sowas angeht. Und das ist natürlich ein absoluter Glückstreffer, so dass Jarambo sowas über sich sagt. Natürlich eine komische Line, weil wenn du keine Glatze hast, warum bist du Vin Diesel als Lauch? Ab und zu kommt da ein bisschen Nonsens in den Schädel, aber riesen Glückstreffer halt, dass einfach sein Slogan, so siehst du auch aus, sich einfach reimt auf Vin Diesel als Lauch. So, dann muss der das natürlich nehmen. Geil auf jeden Fall. Wir haben uns ja das letzte Mal im Dezember gesehen, ne? Du so wie immer Vin Diesel als Lauch und deine schwangere Freundin Kim Wiese mit Bauch. Aber auch geil, dass Jarambo hat gar keinen Bock, irgendwas davon lustig zu finden oder zu feiern. Finde ich geil. Stoneface des Grauens auf jeden Fall. Feiert eher aggressiv. Also das kann einen, glaube ich, auch rausbringen. Und Alex ist seit Jahren dabei, die dicksten Mütter Deutschlands zu besteigen. Alter, deine arme Freundin, anscheinend läuft's nicht bei euch beiden. Und du machst in deinen Texten auf gefährlich, aber ist nicht. Die Vorstellung, wie du die zu Hause übst, ist eher so ein bisschen witzig. Ein Nachmittag bei Familie Copkiller. Jarambo steht am Fenster, heißer Tee dampft aus der Tasse. Das Baby in der Wiege nuckelt träge an der Flasche. Jarambos Frau ist gerade vom Einkaufen zurück. Und das ist halt jetzt, ganz kurz nochmal, das ist halt jetzt so, das ist halt ein klassischer Mikesh, so, das ist er. Ne, das ist dein Erzählstil, das ist, wenn die Leute davon reden, Mikesh malt Bilder, dann meinen die genau das. Ne, wenn er wirklich ausholt und das Ganze mit seiner Erzähleraura präsentiert, so, dann ist das ist immer noch dieser Teppich hier unten, meine Güte, ey, so ein Drecksdinge, nichts Halbes, nichts Ganzes, egal. Auf jeden Fall ist das halt der klassische Mikesh, so. Arm heben und einen Nachmittag bei denen, so, und dann haben alle so, und dann wissen alle schon, nice, jetzt wird was erzählt. Wie du die zu Hause übst, ist eher so ein bisschen witzig. Ein Nachmittag bei Familie Copkiller. Jarambo steht am Fenster, heißer Tee dampft aus der Tasse. Das Baby in der Wiege nuckelt träge an der Flasche. Jarambos Frau ist gerade vom Einkaufen zurück, leert ihre Rewe-Tragetasche, erzählt von irgendeinem alltäglichen Erlebnis an der Kasse und Jarambo so, halt, stopp! Check mal, was ich mit der Mutter meines nächsten Gegners diesmal mache. Ich komme mit 40 Kroaten, die Skimasken tragen, in einem Lieferdienstwagen auf die Wiesen gefahren. Und wenn sie gerade dabei ist, besoffen aus dem Bierzelt zu takeln, fingern wir sie mit tiefgebrochenen Biersingroladen, bis ihre Fotze aussieht wie ein geplatztes Tetrapack passierte Tomaten.
Meine Frau starrt gedankenverloren zu ihrem zappelnden Mann, stapelt das Geschirr in der Spüle, stellt den Wasserhahn an und sagt, ja, das ist geil, und was machst du dann? Das ist für mich die wahre Leistung, ist einfach, dass Jarambo da keine Miene verziehen kann, weil das ist so genial ist. Das ist so nice pointiert und so lustig und so ein heftig nices Bild, wie der da keine Miene verziehen kann, ist mir ein absolutes Gefühl. Weil selbst Jarambos Leute haben alle ein Lächeln auf den Lippen, so es einfach safe, mörderlustig ist. Und er so, dann mache ich einen 619 direkt auf ihre Eileiter. Und sie so, hattest du den nicht schon mal? Und er so, nee, das war der Piledriver. Aber ey, du sagst zu Chris Kotzens Tochter, komm her, ich hab eine Bonbon-Truhe, hast aber gar keine Bonbon-Truhe, kidnappst sie nach der Sonderschule und vergewaltigst sie während der Sonntagsruhe. Und alle so, Alex kommt mal wieder mit den heftigsten Thesen. Und ich so, wäre deine Sonderschule mal sonntags geöffnet gewesen. Alles zieht. Ey, du scheinst deine eigenen Lines echt nicht so komplett zu verstehen. Du so, ich ficke sie gegen die Honda-Hupe und peitsche sie mit einer Bonsai-Route. Alex, hast du mal einen Bonsai-Baum gesehen? Ey, die sind todesklein, Alter. Ein Ast ist sehr, das sehr... Das ist so ein schönes Bild, ey. Ey, die sind todesklein, Alter. Einfach so ein großer Streber steht vor so einem Schulhofschläger und erklärt dem das. Das ist so ein geiles Bild. Einer Bonsai-Route. Alex, hast du mal einen Bonsai-Baum gesehen? Ey, die sind übelst klein, Alter. Die sind todesklein, Alter. Jarambos Blick dabei, das ist so ein schönes Bild, Alter. Weltklasse. Ein Ast ist sehr, sehr dünn und kurz. Nimm lieber einen langen Gürtel, dann wirst du deinem Status auch gerecht. Aber sie mit einer Bonsai-Route peitschen, Alter. Alex, meinst du echt? Junge Rapper, bumsen können wir beide. Aber meine Lines sieht man danach frisch geduscht und duftend durch den Vorgarten laufen. Deine Lions wischen sich den Schwanz im Laken ab und wollen danach noch Yu-Gi-Oh! Karten tauschen. Hat er auch gegen Bongtegi etabliert, auf jeden Fall. Meine Lions machen das, deine Lions machen das. Jetzt kommt hier die Wiederholung. Und safe kommt das beim nächsten Match, gegen wen auch immer das sein wird, wieder. Und es ist einfach ein Trademark wieder. Kann er halt. Muss aber auch ziehen, muss gut sein. So, deswegen, Hut ab. Und du willst meine weiblichen Verwandten ficken? Komm schon, lass es raus. Ey, die warten alle schon, pack deine Bonsai-Route auf. Du sagst, du stehst auf Ultraschallbilder und sie feiern dich wie einen King aus der Bronx. Du sagst, dein Penis sieht aus wie ein Hundekiefer. Alex, ich will gar nicht wissen, wie der dann klingt, wenn du kommst. Eine Frauenarztpraxis in Bonn. Jarambo hat sich neben die... So, wieder, ne? Mikesh Stilmittel. ...die Liege auf den Bürostuhl gesetzt. Hält die Hand seiner Frau, ihr runder Schwangerschaftsbauch wird noch mit einigen Sensoren vernetzt. Die Sonde fährt die Bauchdecke ab, die Gynäkologin hält dein erstes Ultraschallbild auf dem Monitor fest. Deine Freundin ruft, guck unser Baby, ihre Zähne euphorisch gebleckt und du nickst in die Stille und aus deiner Hose so ruff. So ein anorektisches Ex-Model mit Zopf ist das hier vermintes Gelände. Man glaubt, heute reitet die allseits favorisierte Bonn-17-Legende ihre Zielgruppenschwänze routiniert bis zum Ende. Aber heute gibt's keine Moral. Erste Runde soft, dann verschiebt sich die Grenze. Nach 2 und 3 braucht euer Liga-Boss eine Schließmuskelspende. Ja, Killer erste Runde, einfach gar keine Füller drin, alles hat gezogen. So das Schlechteste an der Runde war die aufgebaute Story mit dem und den aus deiner Hose, so Ref, da hat die Pointe nicht ganz gezogen und am Ende das Ding mit
ja, am Ende braucht eure Liga-Ikone so eine Schließmuskelspende. Ist halt so, wenn er halt aggressive Sachen nicht zitiert vom Gegner, sondern die selber bringt, ne, so Ekelsachen, dann zieht das nicht, weil man ihm das halt nicht abkauft so und er sieht halt auch nicht danach aus. Ne? Es wirkt nicht ganz so, aber ja, es ist wirklich Korinthenkacker, tu mir jetzt, was ich jetzt hier vom Stapel lasse, ist eine absolut Killer erste Runde und hat einfach nur Bock gemacht. Hut ab an Jarambo, dass der da einfach ernst geblieben ist so, und keinem mal geschmunzelt hat. Krass. Lang ging der? 8:30. Wann hat er angefangen? Zwei, dreißig, 6 Minuten. Oh! Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Meteorit? Oh, nein, es ist nur der Geier mit den gerissenen Flügeln. Also was ist los, Mutterficker? Mann, der Typ mit der Sense ist hier. Aber was ist mit deutschem Battle-Rap geschehen? Ich meine, wenn es hier nur noch darum geht, wer den größten Wortschatz hat, ey, dann nimm den Gürtel. Mann, ich schenke ihn dir. Echt. Wenn es in diesem Sport nur noch um Pseudo-Real Talk, Analysen oder politische Korrektheit geht, ey, dann nimm den Gürtel. Mann, ich schenke ihn dir. Aber wenn es hier noch ein paar Leute gibt, die sagen, dass was seine gesamte Generation fabriziert, fast schon lächerlich wirkt und dass ihr Bars, Delivery und Punchlines braucht, die dem Gegner die Fresse polieren. Ich meine, zwei Männer mit schlechten Manieren, die sich hier hinstellen und dann verbal exekutieren. Und dann kämpfe ich um die Scheiße und du Hurensohn wirst gebankt, bis du stirbst. Ist natürlich, er hat, glaube ich, noch so ein bisschen das Titelmatch von Nidal Nip im Hinterkopf. Was er in seinem Plan, glaube ich, nicht ganz berechnet hat, ist, dass Nidal Nip ja noch mal böser wirkt als Jarambo. Auf die Leute bezogen. Dass, wenn du Jarambo gegen Nidal Nip siehst, wenn du dir jetzt einen Bösewicht aussuchen musst, dann ist das Nidal Nip so. Von daher sah man ihn da im Titelmatch mit anderen Augen so. Da kann der andere Sachen machen. Jetzt hier sind die Rollen aber wieder anders verteilt. Jetzt ist er der Bösewicht. So, und zwar deutlicher als Nidal Nip es gegen ihn war. Und das Ding ist, die Crowd ist keine böse Crowd. Bei Diltili noch nie gewesen so. Klar werden auch stumpfe Sachen gefeiert, wenn die gut sind, aber so dieses, wer auf Analysen und Geschichten erzählen und das und diese Sachen und sowas keine Lust hat, sondern einfach nur sehen will, wie Leute mit Bars und so, das wäre bei Top Tier Takeover ganz klar besser angekommen vor einem Haufen Kennex und ein paar Leuten, die nicht ganz so viel Ahnung haben, die so mehr so Hollywood Battle Rap Fans sind, wäre es ganz klar besser angekommen als bei so einer Crowd, wo sich der Großteil denkt so, na, eigentlich hätte ich doch beim Bock auf Analysen so. Das merkt man auch an der Reaktion hier. So, das ist, man weiß, der kommt da zum Punch, aber der Großteil ist auf jeden Fall nicht seiner Meinung. Manieren, die sich hier hinstellen und dann verbal exekutieren. Mann, dann kämpfe ich um die Scheiße und du Hurensohn wirst gebankt, bis du stirbst. Ich meine, wo sind wir denn hier? Damals haben sie Rapper gebeitet, das war schon wack. Und jetzt fangen sie an, hier Gedichte zu zitieren. Digga, da hat sich der Geier gegen Robskür an dem Panther bedient. Aber das kann ich auch, pass auf. Dunkel war's, der Mond schien helle, als ein aus Stahl gewonnenes Gefährt blitzeschnelle langsam um die runde Ecke fuhr. Drinnen saß stehend deine Mutter, lutschend ein Genital am Kauen. Parallel dazu rüttelte schräg daneben der alte Jungspund Elvis regungslos am Schellenbaum. Ey, so bettelt der Hurensohn. Mann, ich wette. Ich wette, dass ihr alle neben so einem richtigen Mikesh im Bus morgens saßt. Man sah ihn sich beispielsweise in Romanen und Biografien verlieren, bevor er sich zu Wort meldete bezüglich eurer Manieren mit einem Spruch wie: Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie vielleicht mit starken Bässen und versetzten Sprechgesang etwas geräuschärmer konsumieren?
Ey, der redet immer so behindert. Egal, ob er dich über deinen Reifendruck belehrt oder dir etwas über Schweinezucht erklärt. Und seine damals schwangere Freundin hat auch nicht abgetrieben. Der wurde nur mit einem stark erhitzten Kleiderbügel ihre Leibesfrucht entkernt. Ey, du... Damals, also Mikesh, damals schwangere Freundin. Ja, das sind so Sachen, nur weil du jetzt eine Punchline durchdrücken willst, ne? Der hat halt die Idee von dieser Abtreibung. Haust jetzt fiktiv Mikeshs ehemalige schwangere Freundin so da rein, obwohl das eigentlich nicht zu dem Grundgerüst passt, was du von Mikesh da malen willst. Ne? Das weiß ich noch an dem Abend. Ich habe es jetzt gesehen, das erste Mal jetzt. Der Rest ist von dem Abend noch im Kopf. Aber das Bild, was er insgesamt von Mikesh malen will, passt nicht zu so einem Ding. Das widerspricht sich auf jeden Fall. Da muss man ein bisschen sauberer arbeiten. Jammern auf hohem Niveau.de. Du sagst, deine Lines schnipsen die Kippe weg und verschwinden melancholisch pfeifend durch den Fahrrad. Das ist auch geil, habe ich ja schon tausendmal erklärt. Lines vom Gegner nehmen, also prägnante Lines, die flippen. Ist ja schon die zweite, die er nimmt. Die erste hat Mikesh in der ersten Runde schon mal gebracht. Wahrscheinlich auch ein bisschen aus Kalkül hat Mikesh so seine zwei von, keine Ahnung, drei, vier Catchphrases schon in der ersten Runde verballert, weil er wusste ja auch, dass er anfängt, sodass, wenn Jarambo die bringt, dass sie nicht mehr so eine krasse Wirkung haben. Die erste kam gerade schon mit, ich wette, dass ihr alle mit so einem Mikesh im Bus morgen saß, Entschuldigung, hatte Mikesh in der ersten Runde auch schon. Und jetzt kommt die halt, deine Lines verschwinden durch den Fahrradkeller, hatte Mikesh in seiner ersten Runde auch schon, sodass da jetzt was Überdimensionales passieren muss, dass die überhaupt richtig knallen so. Fahrradkeller, Digga, meine Lines warten im Bett deiner Alten, bis du nach Hause kommst, begrüßen dich aufstoßen mit Moin und knallen sie vor deinen Augen dann nochmal, du Penner! So, und das, genau das hat er hier gemacht. Überm Durchschnitt, Bombe, deswegen knallt die trotzdem. Hätte aber ganz klar mehr geknallt, wenn er angefangen hätte. Also wenn Mikesh das nicht vorher gemacht hätte. Was bist du überhaupt für ein Battle-Rapper? Guck mal, andere hier haben einen Soundcloud-Account mit ein paar Tracks in der Hoffnung, dass einer von denen mal die Top-Lists erreicht. Mikesh hat auf seiner Soundcloud-Seite ein Gedicht a cappella mit dem Titel Der letzten Träne getrocknetes Salz. Ey, das babbelt der erst auf Deutsch und dann nochmal auf Spanisch. Digga, was für ein Scheiß, aber jetzt mal ehrlich, das müsst ihr in meinem Auto pumpen. Voila, das knallt. Ey, normalerweise hast du doch deinen ganzen Alltag nach der Schule gerichtet. Man sah dich nur im Unterricht sitzen und stundenlang büffeln, wenn die anderen Kinder draußen waren und die Umwelt vergiften. Ey, der war schon immer mehr Schein als Sein. Denn um in seinem Umfeld zu glitzern, beschloss er eines Tages einen Bubatz zu spliffen. Ging raus auf die Wiese, um ein paar Blumen zu pflücken, rollte diese in ein Paper und kaum begann er die Lunte zu kiffen, nahm klein Elvis zwei Züge und ist ihm die Lunge gerissen. Dumme Geschichte, aber gegen Papi Schlauch baust du daraus eine bewegende Story, um Emotionen zu gestalten. Und als die Leute dein Handicap nach dem Taggy-Match dann endlich nervt, stellt er sich in ein Interview und sagt, ja, ich kann auch mit mehr Power rappen, aber ich finde, man muss den Wörtern Zeit geben, um sich zu entfalten, sagt der Geier mit den gerissenen Flügeln. Ja, das ist auch schon tausendmal gesagt, es gibt zwei Gründe für Jokes. Entweder bleibt eine Reaction aus oder es kommt eine Reaction, die zu lang ist. In dem Fall ist sie ausgeblieben. Eine Line, die er anscheinend lustig fand. Wörter ziehen lassen, zu entfalten, sagt der Geier mit den gerissenen Flügeln. So, und der Lacher bleibt aus. Das heißt, es ist sofort Stille und dann macht Zzz, und dann sind auf einmal die Sachen weg. So, und jetzt befinden wir uns hier in einem Joke, wobei ich noch sagen muss, das Ding, dass Mikesh da auf Soundcloud so ein spanisches Gedicht hat, anstatt irgendwelche Tracks, also nicht jeder Battle Rapper muss natürlich Tracks bei Soundcloud haben, aber ein Gedicht sollte man auch schon runternehmen, auf jeden Fall ein spanisches, hätte man noch viel geiler ausmalen können, das Ganze anhand von irgendwie Metaphern oder geilen Vergleichen, finde ich, da hätte man noch ein bisschen drauf rumreiten können, weil das wirklich ist schon ein bisschen peinlich. Aber wir gehen zurück zum Mini-Joke. Wenn es ein Mini-Joke war, ich muss mal schauen. Aber ich verstehe das mit der Lunge, ist schon scheiße. Ne? Langsam rappen. Eine Runde joggen oder
2 Minuten Vögel und dann anfangen zu häscheln, das sind alles Sachen, die waren in deinem Leben bestimmt voll mies. Und auch die Frage, welcher deiner Flügel kaputt ist, hat sich erübrigt. Denn egal ob Politik oder Lungenflügel, ist der links aktiv. Zum Beispiel vor kurzem im Dilltilly-Forum unter diesem Henker-Heidemann-Battle. Boah, wie man jetzt auch merkt, ne, das ist halt, Mann, Alter, bei manchen, wenn du eine ruhigere Vortragsweise hast als Battle-Rapper, ist ein Joke schon scheiße, aber man kann wieder halbwegs reinkommen, weil sich das nicht großartig von deinem normalen Tempo unterscheidet. So, du redest langsam, da vergisst du immer was, hast eine Pause. Zum Beispiel jetzt bei einem, wenn Chris Kotzen zum Beispiel choked, so 10 Sekunden, kann er wieder mit trockenem Ding einsteigen. Aber wenn du so eine 100 km/h Delivery hast und alles auf schnell machst und bibapo und dann so einen Stopp hast, um dann wieder reinzukommen, ist ultra schwierig. Deswegen ist jetzt die ganze Luft daraus. Das ist super schade, ey. Lies du mal wieder deine ganze politische Wut und den Hass raus, hackst auf dem Chief rum und bezeichnest den als Multiplikator für rechte Parolen, der mal seinen Rap-Film ausmachen soll, denn er lacht laut und fordert die Leute nach der Runde auf zu feiern. Als Host, da hab ich mir nur gedacht, Mikesh, Junge, ey, wir sind hier nicht im Bierzelt, also mach mal kein Fass auf. Ich meine, pardon, es gibt hier immer noch ein paar Leute, bei denen macht es nicht sofort Gong, das durfte ich nicht sagen, denn das war Nazi-Jargon. Digga, ich hab auch keinen Plan davon. Aber ehrlich, die Scheiße war vor knapp 100 Jahren, aber du bist ja bekannter Autonom, aufgewachsen auf der Sternschanze, aber hupsala. Was sagen denn deine linken Freunde zu deiner Line in deinem ersten Battle, wo du zu einem Kanacken sagst, das ist Mustafa, heute Battle-Rapper, morgen Busfahrer? Junge, Vorurteile, das ist Rassismus pur, du Spaten. Also hast du richtig zu Taggy gesagt. Das Ganze. Der hat auf jeden Fall gesessen. Solche Sachen sind immer bitter, auf jeden Fall. Auf der einen Seite den raushängen lassen, dann aber mit Zitaten so ein bisschen das Gegenteil in die Fresse zu bekommen. Der hat auf jeden Fall gesessen so. Das große Problem sind keine Bonner Straßenrapper, von denen die Leute Provokation erwarten. An der Stelle möchte ich auch kurz einfügen. Ich bin kein mal so und mal so politisch eingestelltes Unkraut in diesem Doppelmoralgarten. Ich mähe hier nur den Rasen. Yeah! Ey, und das ganz große Problem sind die Elvisse, die auf der einen Seite hier unsere Kunstform versauen, sich über die rechten Lyrics der Bennos aufregen, aber dann im Battle die Kanacken zur Sau machen, die ihnen die Jobs zu einem Busfahrer klauen. Junge, dein Nazi-Gedankengut erkennt man doch schon, wenn du mit deinem Schwuchtelpartner einen neuen Mitbewohner suchst. Da schreibt er bei Facebook, ey, ich und Jakob haben ab August ein Zimmer frei, in einer Wohnung vom Feinsten. Aber wir akzeptieren nicht, dass in der Wohnung geraucht oder Fleisch gegessen wird. Ach, und Kokser auf keinsten. Ey, okay, das macht keinen Sinn, Mann, ey. Das sind, boah, der verpulvert hier so geile Sachen, ey. Das Ding hätte man auch übelst ausreizen können mit dem, links predigen und dann aber dieses Mustafa-Busfahrer hätte man auch richtig böse ausschmücken können, weil ihm das auf jeden Fall unangenehm war so. Gerade nachdem der gegen Bongtegi diese Keule da geschwungen hat, dass Bongtegi dieses Lied da hat, dieses Sandy-Lied, was wirklich ohne Diskussion ganz klar rassistisch ist. So. Ungewollt natürlich, Bongtegi ist ja kein Rassist, also glaube ich zumindest nicht. Hat er sich ja auch für entschuldigt in einem ganz, ganz lustigen Facebook-Video, wer es noch nicht gesehen hat. Aber das hätte man ausschmücken können. Und dann jetzt sagt er ja, dein Nazi-Gedankengut. So, wenn du selber als rechter Battle-Rapper schon oft verunglimpft wurdest, dann hau das nicht gegen jemanden raus, der das nicht so backt wie du. Und dann sagt er ja, dein Nazi-Gedankengut sieht man, wenn du, als du eine Wohnungsanzeige irgendwie reingesetzt hast und zählt dann auf, wir wollen keine Mitbewohner, die Fleisch essen, koksen oder rauchen. So. Und wie wir alle wissen, wer ist ins KZ gekommen? Klar, die fleischfressenden, koksenden Raucher. So, was hat denn das mit Nazi zu tun, Mann? Das sind so Logikfehler. Auf dem Niveau tödlich. Ich meine, keine Drogen und kein Rauchen in der Wohnung ist ja okay für einen Spießer. Aber. Aber Digga, kein. Bin dann übrigens auch ein Spießer. Aber war wahrscheinlich eh schon bekannt. Fleisch essen? Really? Darf man denn in eurer Wohnung kacken oder beten? Oder hinterfragst du auch, mit wem man so fickt? Auf jeden Fall zeigst du damit, dass du dir nur mit einem Menschen den Lebensraum teilst, solange er gleich eingestellt ist und dieselben Werte vertritt. So, und wo ist denn da jetzt der Diss? Also ich, hä?
Du zeigst damit nur, dass du dir einen Lebensraum teilst, also deine Wohnung teilst mit jemandem, der dieselben Werte vertritt. Ach nee! Ja, was denn sonst? Ich schreib doch nicht, mir ist doch nicht egal, wenn ich jetzt, ich habe ja auch in meiner Wohnung hier, die ist groß, der letzte Mal aus Versehen hier reinkam, ist ein Comedy-Kollege. So, der wohnt bei mir und ich habe nicht mal eine Ausschreibung, aber ist doch klar, dass ich mir jemanden in meine Wohnung hole, der kein Kiffer ist. Hä? Das ist doch das Normalste von der Welt. Wenn ich nicht kiffe und was dagegen habe, dann hole ich mir doch keinen Kiffer in die Wohnung. Ja, oder einen Kokser oder keine Ahnung was. Oder jemanden, der, weiß ich auch nicht, Alter, der jeden zweiten Tag Mais isst. Weil Mais hasse ich, Mais stinkt, Mais und Rosenkohl oder sowas, der jeden zweiten Tag Rosenkohl kocht. Natürlich teile ich mit den Leuten meinen Lebensraum, die dieselben Werte vertreten. Das ist kein Diss. So, aber weil er es so vehement sagt und man eigentlich auch weiß, wie er es gemeint hat, jubeln ein paar Leute trotzdem, aber eigentlich ist das absoluter Bullshit. Dieselben Werte vertritt, also bist du der Rassist, Mann, und ich bin der Champ, denn meine Parts sind nach wie vor vergleichbar mit der Heiligen Schrift und die Antwort auf die Frage, wechselt mein Gürtel heute und geht mit diesem Bleichgesicht mit? Ist dieselbe, wie wenn man fragt, ob Mikesh Dinge wie Charakter, Grips oder Eier besitzt. Also sagt's in Berlin. Nein, du nein. Nice gemacht, aber auch, Alter, Mikesh besitzt keinen Grips. Seine Catchphrase zu klauen wäre ein bisschen zu einfach für mich. Die richtige Antwort wäre gewesen, weiß der Geier mit dem gerissenen Flügel oder weiß er auch nicht. Also natürlich hier kein Jarambo-Bashing, das ist Endlevel, was hier auf der Bühne passiert, aber da entscheiden halt solche Mini-Fehler, so Logikfehler. Das war trotzdem alles geil, ist trotzdem überm Durchschnitt, hat auch geknallt an manchen Stellen, aber das sind halt so kleine Fehler, plus dieser Mini-Joke war halt wirklich, hat er sich ja selber auch noch, kommen wir später drauf, hat er selber auch noch sehr, sehr drüber aufgeregt auf jeden Fall. Falls sich jemand gerade fragt, was ich hier eigentlich anhab, ne? Loyalty over money ist zwar nicht mein Credo, aber als ich vor ziemlich genau einem Jahr in London war und den besten Battle-Rapper der Welt vor seinem Hotel, treffen durfte, mit anderen Battle-Rappern auch noch, hat er mir das Ding höchstpersönlich gegeben. Harlow the Dawn ist, das ist so, keine Ahnung, das kommt direkt nach einem originalen Ronaldo-Trikot, so, das ist, checkt auf jeden Fall die Seite aus, Loyalty Over Money, Harlow the Dawn, der beste Battle-Rapper der Welt, in meinen Augen, supported. Mikes! Jaramu rappt in einem seiner Tracks, Zitat, es gab Zeiten, da sagten wir noch Mädchen und nicht fickende Fotze. Und Alex, mach, was du meinst. Mich hat das nicht im geringsten gestört. Muss nur lustig gewesen sein, wie du deinen Kollegen erzählt hast, was für ein Geschlecht dein Kind haben wird. Junge, ich seh dich so richtig mit deiner Fam zu Hause. Deine Frau, wie sie die Windeln wechselt, die Fenster putzt und in das Haushaltsbüchlein schreibt. Jaramu, wie am Nebenzimmer die Wand anrappt, dass Pilz vergewaltigt wird, damit sie endlich den Rang ihres Frauenrechts begreift. Und du willst deine Tochter schützen, doch auch du kannst nicht beeinflussen, was ihr da draußen so passiert. Vielleicht wird sie in der Sechsten für ihre zu kleinen Brüste und ihr Aussehen drangsaliert. Und wenn ihr... So, und das ist halt auch ein Unterschied zwischen dem Dilltilly-Publikum und dem... Körper endlich im normalen Ausmaß... Top-Tier-Takeover-Publikum. Da hätte schon längst jemand reingeschrien. Brüste, guck mal schneller, was das? Homo, irgendwie sowas. Hätten die schon reingeschrien. Wenn so jemand, der so aussieht wie Mikesh und sich so Zeit lässt und dann so anfängt, so moralisch abzudriften in dem Tempo, hätten die Leute keine Geduld für gehabt. Aber das Publikum hat Mikesh schon oft gesehen, weiß, der hat normalerweise immer einen Punkt am Ende, worauf der kommt und dass das eigentlich alles immer Sinn ergibt und die Crowd ist wirklich, die ist maximal fokussiert, konzentriert, ruhig, also ein Traum.
importiert, von der Werbeindustrie direkt zum Kaufen animiert, auf dass sie von nun an jede Hautreizung kaschiert und sich an den entsprechenden Stellen jeden Morgen nach dem Aufstehen rasiert, auf dass sie von nun an für ihre pickligen Mitschüler aufreizend im Schaufenster posiert, sonst nennt man sie zurückgeblieben und verklemmt, und dass sie sich mit ihrer Rolle als junger Frau nicht arrangiert. Wenn sie aber feiern geht und sich mal mit einem Typen draußen amüsiert, wird gelästert, dass sie sich für jeden Lauch prostituiert. Und auf dem Jungsklo hört man den ungefickten Klassenclown, der schnaufend masturbiert auf das Handyvideo, das auf dem Pausenhof kursiert. Und sie lernt, dass sie besser brav mitlacht über die Frauen in die Küche Witze, weil sie sonst ausgeschlossen wird. Und dass zu ihrem Minijob ein aufgeknöpfter Ausschnitt zugehört, weil es dem Restaurantchef eine höhere Kaufkraft garantiert und sie runterschluckt, wenn sie einen Stammkunde mal aus Versehen berührt. Und wenn sie dann ihren Papa googelt und ihn rappen sieht, wie er der Tochter eines anderen in den Mund scheißt und auf den Bauch ejakuliert, während eine Crowd aus schwitzenden Typen schnaufend eskaliert, wobei die Fraktion der Ungefickten immer noch besonders lautstark applaudiert, dann hat sie endlich den Rang ihres Frauenrechts kapiert. Junge, ein ganz böses Ding, ganz böser Winkel. Ich möchte sagen, maximal clever gemacht, also und gut gemacht auf jeden Fall auch. Ich meine, das ist auf jeden Fall naheliegend, wenn man so ein Brain-Battle-Rapper ist, dass man, wenn man weiß, Jarambo hat eine Tochter bekommen, dass man natürlich darauf geht, dass man ganz genau weiß, okay, der hat schon so viel frauenfeindliche Sachen gesagt und so viele schlimme Worte gesagt. So, und dann ist jetzt die Frage, wie du das machst. Machst du das so flach nach dem Motto, in dem Battle hast du so gesagt und jetzt deine Tochter, ja, viel Spaß bei der Erziehung oder keine Ahnung was auf dem Level, oder du schmückst es halt so aus, so ellenlang, aber gut und detailliert trotzdem, sodass die Leute halt dranbleiben, immer noch mit so kleinen Leckerlis reingeschmissen, dass man halt nicht wegnickt, dass man wachsam bleibt. Und das ist halt deswegen so clever, weil er halt nicht nur ihm den Vorwurf macht, sondern so ein generelles Statement abgibt, was Feminismus angeht. Ne? Der spricht da Sachen an, die haben theoretisch mit dem Battle oder mit dem Punkt gar nichts zu tun, so, aber er nimmt die noch mit rein, weil die thematisch doch irgendwie noch damit verbunden sind. Indem er halt sagt, ja, und beim Job müssen Frauen halt einen Ausschnitt tragen und die müssen dürfen nichts sagen, wenn die berührt werden. Und irgendwann bekommen die Pickel, die Mitschüler, und dann müssen die Mädels sich aufreißend anziehen und dürfen aber auch, wenn die was starten, sind sie leichte Mädchen. Wenn sie nichts starten, sind sie verklemmt. Das ist alles super generell, was halt so offensichtliche aktuelle Probleme sind für heranwachsende Mädchen. So, und das spinnt der halt alles mit ein in diesem Anfang. Früher hast du zu Mädchen das und das gesagt, am Ende kommt Pilz ihr Frauenrecht kapiert. So, und das ist halt, also ich möchte sagen, wer war das nochmal? Robscure gegen Virus, wie der diesen Angle benutzt hat, wie Virus sein Frauengame ist. Das war eine glatte 1 und das ist ebenfalls eine glatte 1. Dieser Engel. Und das Krasse ist, habe ich später im Interview auch nochmal mir reingezogen, Jarambo sagt ja dann auch so, wir haben vorher eine Abmachung gehabt nach dem Motto, Tochter erwähnen, okay, aber Tochter nicht beleidigen. So, und das ganze Ding, was der jetzt da raushaut, das trifft so, und das ist so brutal, das ist so brachial, aber der beleidigt ihn nirgendwo. Aber weil das so böse ist, kommt Jarambo das so vor, und er sagt ihm jetzt dann auch am Ende des Parts so, ey, hör mal zu, ich habe dir was gesagt. Und später im Interview sagt Jarambo ja auch, ich wollte den eigentlich da schon umhauen. Ich habe überlegt, haue ich den da um, haue ich den nach dem Battle um, weil wir haben gesagt, keine Beleidigung, aber in the heat of the moment, so hat er vielleicht auch ein bisschen was verpeilt. Aber es ist auf jeden Fall krass, wie das hämmert, dieses Teil. Ne? Also das ist absolut genial gemacht, ein Angle, der ganz klar auf der Hand liegt, ganz einfach ist, den aber wirklich absolut genial bis zum Ende ausgereizt mit einer Todesend-Punchline, die nochmal so ein Callback ist auf das, was er am Anfang gesagt hat. Also besser kann man das bei dem Ding nicht machen. So, und da sieht man jetzt gleich, wenn er das durchzieht.
dann hat sie endlich den Rang ihres Frauenrechts kapiert. So, jetzt trifft die Punchline, zieht einmal das ganze Publikum, zieht einmal das Charambos Körper in seinen Kopf und er denkt sich so, hat er die jetzt, hat er die nicht mehr? Egal, ich sag mal ganz kurz was. So, hier. Alex, hier ist das Solo. So. Achte mal auf Charambo. Alex, hier ist das Solo-Latte. Schieb's auf deine sadistische Ader. Bring weiter deine Rape-Jokes, mach auf witzig und haha. Aber warte, bis deine Tochter 15 ist. Und jeder anzügliche Witz in der Bahn, jeder Kniff in den After riecht nach Ich bin dein Vater. Oh. Ein bisschen weit hergeholt, aber so gut wie jeder deiner Gegner machte denselben Fehler. Eine Historie, die sich bis zum Titelmatch erstreckt. Denn alle kamen immer mit moralischen Prinzipien und Respekt und Alex labert dann von Kunst und profiliert sich so perfekt. Aber das wieder, weil mit moralischen Prinzipien kommt der ja gerade auch. Ne, also ist ja nichts anderes als moralischer Vorwurf, wenn er ihm sagt, was er so antifeministisches alles raushaut und generell gesprochen, was so die Moral der Menschen angeht, was heranwachsende Mädchen betrifft. Also das ist nicht ganz korrekt. Also fokussieren wir uns auf seine Kunst und lassen das moralische, politische mal weg. Das ist clever. Schwingt die Moralkeule mit dieser ganzen Mädchengeschichte so, das ist nicht in Ordnung, was du sagst, und dann machst du aber so und generell nochmal Moral, wie Chefs aufknüpfen und wie sich die Leute, das ist ja alles nichts anderes, nur im Deckmantel des Feminismus so ein bisschen, und sagt dann aber, ey, lassen wir das Ganze mal weg. So, erstmal bringst du es auf den Tisch und sagst dann so, ey, aber lassen wir das Ganze weg. Das ist so ein bisschen Bong-Taggy-Move, der hat das wirklich auf die Spitze getrieben. Ich glaube, so wie ich ihn einschätze, nicht mal absichtlich, nicht mehr extra, aber im Battle gegen Mikesh zum Beispiel haut er so 5, 6 Mikesh-Lines raus, Catchphrases, flippt die Leute grölen und feiern das und sagt dann einfach einen Tag später, wenn man Zitate von dir bringt, kennt die keiner. So, kompletter Widerspruch, aber das ist in einem Live-Battle, in dem Moment fällt das niemandem auf, weil alle sind euphorisch, alle sind so, boah, nice Lines, das war lustig, okay, hat er recht, weil er ja auch, der hat ja dann diese überragende Line gehabt mit, hast du nicht gesagt, aber genau das ist mein Punkt. So, Bong-Taggy gegen Mikesh, guckt es euch gerne nochmal an, Killer-Leistung von Bong-Taggy auch, aber natürlich ein inhaltlicher Todes-Fauxpas, so, der aber live kein juckt. So, hinterher kann man sagen, Dicker, was erzählt der da für eine Scheiße, Alter? Erstmal bringt er 5 Mikesh-Zitate, um dann hinterher zu sagen, Dicker, von dir kann man keine Zitate nennen, von mir kennt man alles. Falsch, aber ähnlich abgeschwächte Form macht Mikesh das hier auch, indem er halt sagt, ja, moralisch ist das nicht in Ordnung, was du hier frauenmäßig alles raushaust. Aber ey, lassen wir die Moral mal beiseite. Du hast gegen jeden deiner schwarzen Gegner die N-Bombe gedroppt. Hä? Perfekt, also fokussieren wir uns auf seine Kunst und lassen das moralische so moralisch. Eine Historie, die sich bis zum Titelmatch erstreckt. Denn alle kamen immer mit moralischen Prinzipien und Respekt und Alex labert dann von Kunst und profiliert sich so perfekt. Also fokussieren wir uns auf seine Kunst und lassen das moralische, politische mal weg. Du hast gegen jeden deiner schwarzen Gegner die N-Bombe gedroppt. Ja, kann sein, dass mein Gehirn jetzt gerade hängt, aber lassen wir das Politische mal weg. Konzentrieren wir uns auf seine Kunst und lassen das Moralische und Politische mal weg. Du hast die N-Bombe gedroppt. So als würdest du als Battle-Rapper ihm damit mies in seine Eingeweide schlagen. Und ja, die Reaktion erntest du. Aber dafür gesorgt haben 400 Jahre Weiße in den Staaten. Das Wort war schon lange vor deinem Eintritt in den Cypher-Kreis beladen. Was für Konsequenzen deiner Kunst. Du brauchst es einfach nur zu sagen. Du rappst, ich töte Schwule in Orlando. Und Chief zuckt zusammen und nimmt einen Zug von der Jolle. Geschüttelte Köpfe, ein paar jubelnde Trolle. Und alle denken an diesen einen Typen in Orlando. Und in all diesen Gedanken spielst du keine Rolle. Alex, du kannst noch so viele Lines über Affen und Bananenfresser kicken. Ich sehe nur einen armseligen Typen, der versucht, anstatt selber Schaden anzurichten, fremde Narben aufzuritzen. Sieh mich gegen Robscure. Aus eigener Kraft ein Stückchen seiner Seele.
Okay, das ist auch ein nicer Punkt, Alter. Das ist wirklich, Next Level Genius Brain Shit, den er da wirklich fabriziert. Einfach so nach dem Motto, das ist wirklich, da muss man sich echt Gedanken drüber machen, oder? Der Kopf funktioniert halt einfach so von ihm. Das so rauszufinden, also so rauszupicken nach dem Motto, Jarambo droppt die N-Bombe. Jarambo erzählt was über ein Attentat. Jarambo erzählt was darüber. Aber im Grunde genommen macht er nichts anderes als Pisek damals so Name-Dropping und dass Leute damit was Schlimmes assoziieren. Anstatt selber Schaden anzurichten bei den Battle-Rappern, wirft er ihm vor und nennt danach natürlich auch noch ein Beispiel, wo er es geschafft hat und er nicht, um sich besser darzustellen. Fehler ermorden. Sie alle jubeln und Tunschmann guckt, als wäre sein Pfleger gestorben. Statt selber Schaden anzurichten, fremde Narben aufzuritzen. Sie mich gegen Robscure. Aus eigener Kraft ein Stückchen seiner Seele ermorden. Sie alle jubeln und Tunschmann guckt, als wäre sein Pfleger gestorben. Der Unterschied ist, dass du Traumata reproduzierst und ich sie erschaffe. Du kommst gegen Clap mit einer erfundenen Story von Finch und zückst eine Waffe, ein impotentes Klick und die Einsicht, was für eine treffende Bildsprache das alles letzten Endes spricht. Denn du kannst zwar triggern, aber treffen tust du nicht. Jarambo sagt, er macht die Führerpose in der Synagoge. Und alle Heads beginnen sich im Schritt zu schrubben, als hätten sie Gyrosoße auf ihrer G-Star-Hose. Aber kaum hat er selbst eine Tochter, nennt er Grenzen. Und dass man ja nicht gegen das Regelbuch des Spiels verstoße. Ein Regelbuch, das solange er selber noch gar nichts zu verlieren drohte, niemals existieren durfte. Und so bleibt das, was ich zur Obduktion auf den Seziertisch lotse, eine prinzipienlose, personifizierte 1,73 große Profilneurose, deren Strahlkraft erstickt wie Ski. Shisha-Kohle unter der Sneaker-Sohle. Geil, um einmal kurz zu zeigen, was man nicht alles auf Synagoge Führerpose reimen kann, mit Punchlines kombiniert. Einfach mal so ein Zeichen setzen. Nice. Persönlicher Anspruch nennt man sowas, glaube ich. Man sieht deine Enttäuschung. Wenn Judges und YouTube all deine liebevoll konstruierten Länder- und Baumarkt-Schemes bei all dem Trubel vergessen. Du versuchst ja dauernd lyrisch zu sein, aber die Community weiß diese Versuche partout nicht zu schätzen. Also nimmt Alex alte Stereotype zum Publikum catchen, bedient sich eines Messers, das er nicht geschliffen hat, und versucht aus bereits gerissenen Wunden noch ein paar Tropfen Blut rauszuquetschen. Aber kapp die Marionettenfäden und mach weiter mit deinen Mörderlines auf Schocker. Aber die Konsequenzen deiner Kunst spürt der Körper deiner Tochter. Junge, 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 Gänsehaut. Böse. Böse, tiefe Runde. So, Mika sagt da jetzt nochmal so, ich habe nicht beleidigt, ich habe nicht beleidigt. Er so, warte ab, warte ab. Nicht beleidigt, ich bin beleidigt. Was? Ja, aufhören. später, später. Zitat von Sisyphos: Ein gutes Battle von Mikesh ist wie der Holocaust. Es gibt kein Holocaust. Nee, nee, der hat Weihnachtsmann gesagt. Nee, Spaß, Spaß. Ich ziehe das auf jeden Fall zurück. Natürlich gibt es einen Holocaust, natürlich gibt es einen Holocaust. Sorry, aber mein Niveau ist gerade in der Tiefgarage. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie die mit dem Kopf geschüttelt haben, als man sie fragte, ob der da Chancen auf den Titel habe. Ich meine, was willst du denn als Battle-Rap-Champion? Hast du nicht gesagt, du bist nicht mal Mitglied in unserem Club? Du putzt hier nur? Du putzt hier nur? Ja, dann wisch, du Fotze. Guck mal, dich muss ich nur, Digga, dich muss ich nur anrotzen und schon hätte ich dein Gewicht verdoppelt, Junge. Was für Battle-Rap-Champion, Digga, da musst du battlen, rappen, Bars und Delivery, voll Wut und ein dickes Fell. Ich meine, die Fotze heult schon rum, wenn man ihr sagt, dass sie MF Doom nicht kennt. Was ist los mit dir? Dagegen fühlen sich meine Punchlines heute an wie in deinem Arsch zerplatzende Marmeladengläser. Also sag ruhig, ja, es gibt eine Grenze. Sowas hat in einem Dingsbums, in einem Battle nichts verloren. Also klar, natürlich, Dicker, ich bin einer der, für mich eines der geilsten Battles. Wirklich, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, zieht euch das mal rein.
am besten mit ein paar Bierchen, Indoor Stan gegen Jarambo. Ich, meiner Meinung nach, das beste asozialen Battle, was es gibt im deutschen Battle Rap. Beide auf Augenhöhe gleich assi. Ey, das ist wirklich, wenn du das Niveau mal runterschraubst, dein eigenes, und einfach nur denkst, so komm, weißt du was, ich will jetzt einfach nur mal einen kippen oder keine Ahnung was, einen rauchen und sich berieseln lassen mit Beleidigungen. Guckt euch auf jeden Fall Indoor Stan gegen Jarambo an. Das ist so lustig. Wirklich geil. Das Ding ist nur, selbst so ein Nebensatz hat in einem Titelmatch meiner Meinung nach nichts verloren. Das fühlt sich an wie in deinem Arsch zerplatzte Marmeladengläser. So, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich bin der Meinung, in der Geschichte der Menschheit ist noch niemandem ein Marmeladenglas im Arsch geplatzt. Gramm aufwärts, weil es gibt auch diese kleinen Marmeladendinger, kann sein, obwohl dann die Rosette wirklich on fire sein muss, um dieses kleine Ding zum Platzen zu bringen. Führt auch alles zu weit jetzt, aber gehört da nicht hin, finde ich. Und du guckst mich durch die Gitterstäbe an, aber Jarambo kommt mit Wagenheber. Junge, dann kletter ich zu dir rüber, überschreit die Grenze und frag dich, hä Elvis, war das jetzt ein fataler Fehler, bevor ich dir ein Taschenmesser im Kreis durchs Gesicht ziehe wie ein Rasenmäher und dir klar wird, du hast einen Psychopath als Gegner. Ich lauf hier heute Amok wie eine Jungfrau mit einer schweren Jugend an der Mädchenschule. Schmeiß die Fehlgeburt in eine Schwefelgrube und geh auf dich wie eine Schlägertruppe und schick dich heute in die nächste Pflegestufe, indem ich dir einen Schädelbruch plus eine Schläfenwunde via Basie-Wumme zufüge wie der Bärenjude, Junge. Ich rupf dir heute alle Federn aus den Lungenflügeln und durchtrenn damit deine Augenlider, du Lauchveganer. Dann setz ich dich vor den TV und zeig dir 24-7 Videos über Massentierhaltung und Misshandlungen im Auffanglager, Junge. Immer Junge am Ende. Lass doch einfach Auffanglager. Bärenjude. Aus. Bombe. Nicht Junge, Junge. Mann, nimm doch den Schwung nicht raus. Geil. Bombe. Energie, Punchlines. Jetzt ist er da. Jetzt ist er wach. So. Teddy hat mit dir schon ein Hühnchen gerupft, aber ich mach heute aus dir Geier-Ragu. Danach spritze ich deiner Mutter das Diltili-Logo über ihr Steißbein-Tattoo, denn die rief mich an und meinte, hey Champ, die Nutte bin ich, der Freier bist du. Aber ist ja auch geil, hätte aber noch doppelt so doll geknallt, wenn Bongtaggy das nicht schon gegen Mikesh gebracht hätte. Titelmatch, also scheiß ich jetzt auf Mamas Ficken, Mann, ich werde den Punk zerrippen und hiernach brennt der Festsaal Kreuzberg wieder ab, wie dein geliebtes Hamburg City vor 2 Jahren beim G20-Gipfel. Yeah! Was bildet sich dieser Thorsten ein? Denkst du echt, du kommst hierher, guckst ins Auge des Tigers wie bei Rocky 3 und steckst die Lorbeeren ein? Doch ich ermord dich live, geh den Leuten unter... Lorbeeren erntet man, ne? Lorbeeren steckt man, glaube ich, nicht ein. Die Haut wie Borderline, man gegen diesen Hurensohn auf Storchenbein hab ich mehr Runden als die Formel 1, Mann. Und dein Shit lässt uns kalt, so wie Nordpoleis, denn du gegen mich ist wie so ein alter Volkswagen Golf gegen den neuen Porsche 911 im Sportdesign. Heißt, du bleibst eine Liga unter mir wie dein scheiß Hamburger Sportverein. Yeah! Junge, und da ist Jarambo on fire, Alter. So habe ich mir den vorgestellt. Ich weiß auch, ich habe in den Predictions, glaube ich, gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass Jarambo das Ding holt, weil er Mikesh outperformen wird, weil er so energisch sein will, dass Mikesh da lahm gegen aussieht. So, das ist das, was ich im Kopf hatte. Das ist Killer, das ist eine Punchline-Dichte, das ist was ganz anderes, als Mikesh gemacht hat. Und der schwingt dann die 3 km/h Moralkeule mit tiefen Treffern und Jarambo brettert einfach nur so mit 180 auf der linken Spur und zeigt allen so einen Finger. Nice. Also das ist der Jarambo. Richtig geil. Voll on fire. Aber der geniale Elvis gibt sich ja gerne als Einäugiger und Transblinden aus. Und der Titel wäre nichts als eine Bestätigung für dich. Kein Schweiß, kein Blut, nicht die Verwirklichung deines Kindertraums. Guck mal, ich dagegen lebe diese Kultur immer aus. Zwischen Hustle, Mucke machen, Plazy-Sucht und Windeltausch, zücke Stoff und Blick und zücke Block und Stift und fülle die Tinte auf. Also erzeugt du ruhig wieder Bilder in den Köpfen hier. Doch dann komm ich und mal da Pimmel drauf. Weltklasse. Weltklasse. Schade, mit dem Stumbler ein bisschen weggenommen, aber Bombe. Ey, und Killer. Apropos Bilder. Zu Robscure sagst du,
Jedes Tattoo von Jarambo ist eine Geschichte. Ein Abend, an dem Robscu allein zu Hause gesessen hat. Das ist Real Talk. Aber. Aber der wirkt für dich heute wirklich scheiße. Denn kennt ihr das Tattoo auf meinem Bauch? Wenn nicht, ist kein Problem, da ich es euch natürlich zeige. Guck mal, das ist Mikesh Mutter, das ist mein Penis in ihrem Arsch und das bin ich, wie ich den Gürtel halte. Ist natürlich dämlich, so was zu machen. Also die Idee ist nice, mit auf die Tattoos einzugehen. Aber Dicker, dann das sehen 30 Leute von 1100, das macht keinen Sinn. Ey, ich hab früher in der Schule auf so Zettel du Hurensohn geschrieben und schickte die an genau solche Mitschüler als Papierflieger. Digga, was für MC, Junge, hast du einen Hirnfehler? Guck dich mal an, du siehst aus wie ein Vampirjäger. Digga. Du stehst hier in der ganz falschen Zone. Deswegen entgegnete dir doch schon dein Lifestyle-Berater. Ey, yo, Elvis, du kleiner Versager. Was für deutscher Battle-Rap, Junge. Du siehst aus wie ein Freilichttheater. Ja. Digga, und hör mal auf zu studieren. Denn du gehörst... Digga, ja, hör mal auf zu studieren. Du gehörst nicht an eine Uni. Du gehörst in eine Mastanlage, wo du angekettet in der Masse auf die Schlachtung wartest. Digga, ich schwör's euch, ich bin ein Tierfreund. Aber ich lass mir nicht von so einem Drecksveganer sagen, wer Fleisch konsumiert, hätte Blut an den Händen. Ich meine, derjenige, der Tiere quält, der gehört hundertprozentig verflucht und geschändet. Aber fressen und gefressen werden liegt sowohl in der Natur eines Tieres als auch in der Natur eines Menschen. Also wäre besser, wenn du doof mit deinen schlappen 20 Jahren mal stillschweigst und hör auf, Menschen zu kritisieren, die sich nicht reduzieren auf das Pflanzen- und Pilzreich. Ich meine, von mir aus füll du dir doch deinen Magen mit Milchreis, aber währenddessen liegt halt meine Angel im Fischteich. Oder ich jag ein haariges Wildschwein und ein saftiges Rindfleisch. Durch die Safari mit Gift fallen, du Garrett Bale-Zöpfchen tragendes Stück Scheiße. Weltklasse, Alter. Die Runde ist Digga, feier. Ich bin auch ein Misanthrop und tut mir leid. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich eher einen Menschen als ein Tier abkacken lassen. Aber das, was du da immer bei Facebook postest, von wegen Tiere sind auch Menschen und wenn ihr sie esst, habt ihr Blut an den Händen. Digga, das ist Rotz, das ist Müll, das ist die übelste Scheiße und wird nicht ganz glaubhaft, wenn du dann in Interviews behauptest, dass du nebenberuflich im Schlachthof stehst und Hühnchen ausweidest. Oh. Digga, also fick mal deine heuchlerischen, doppelmoralischen, schwammigen Punchlines. Und bevor du aufgrund der Ernährung das nächste Mal jemand anderen angreifst, kümmere dich erstmal um deine sexuelle Orientierung. Ich meine, Homosexualität gilt seit Anfang der Geschichte in allen Religionen und Kulturen als Schande und Krankheit. Ja, sorry, ist aber so, Alter. Ey. Und der ist so... Alter. Und der ist sogar wirklich noch schwul, Alter. Na klar, Digga, du bist anders als wir. Du bist schwul, kapiert? Und dann noch so ein schwuler Veganer? Digga, ist das nicht ein No-Go? Du Homo? Du Randpuppenarsch? Ich meine, ich verstehe deine Logik nicht. Du sagst, Fleisch essen nein, aber ein Schwanz lutschen ja? Digga, das ist ja wie auf Beat zu rappen. Da komme ich nicht drauf klar. Aber gehen wir mal davon aus, der fickt mich. Nein, niemals. Gehen wir mal davon aus, der besiegt mich heute. Dann ist das Gesicht eurer Liga ein Schwuchtelrapper. Mit dem Always Ultra Swagger. Digga, dagegen bin ich so Baba, ich esse meine Wurst mit Senfgas, hab weder alle Tassen im Schrank noch Unterteller, immer ein Repertoire an Punchline-Pulverfässern mit einer Präzision wie Wurfsterntreffer. Digga, ich bin so genial, ich falte Origami-Figuren aus deinen Schulterblättern und fühle mich inzwischen zwischen all den Battle-Rappern langsam wie ein Hundetrainer. Nur pfeifen. Aber keine Sorge, der Homo wird geschlachtet. Du machst immer auf Kämpfer aus der Gosse, der nichts hatte, während du in Modemarken hasselst. Junge, mehr Widerspruch zu Don't Let the Label Label You geht doch gar nicht mehr, du Poloch, geiler Apfel. Guck mal. Alter Falter, der ist ja auf dem Weg zu einer perfekten Runde und dann passieren solche Sachen. Ja. Also stand ja da auch im Publikum, ne? Ganz glaubhaft, wenn du dann in Interviews behauptest, dass du nebenberuflich im Schlachthof stehst und Hühnchen ausweidest. Oh. Digga, also fick mal deine heuchlerischen, doppelmoralischen, schwammigen Punchlines. Und bevor du aufgrund der Ernährung das nächste Mal jemand anderen angreifst, kümmere dich erstmal um deine sexuelle Orientierung. Ich meine, Homosexualität gilt seit Anfang der Geschichte in allen Religionen und Kulturen als Schande und Krankheit. Ja.
Ja, sorry, ist aber so, Alter. Okay, da schüttelt der Chief mit dem Kopf. Das ist natürlich ein. Also ich weiß noch, live mein Gefühl war so, ja, warum buhen die Leute? So, hä? Das ist eine Punchline, die nicht zieht, so, das ist, aber das muss man nicht mit, ich weiß nicht, das muss man nicht mit Buhen abstrafen. Das war auf jeden Fall unglücklich gewählte Worte so und kümmere dich erstmal um deine sexuelle Orientierung, sind natürlich so Sachen, ich sag mal so, ich habe das ja auch schon mal geäußert, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall hoch, dass Mikesh auf Männer steht. Zumindest lass es Männer und Frauen sein, ist einfach so. Ne? Und das Ding ist aber, das ist nichts Schlimmes. So, du kannst das ja gerne ansprechen oder auch irgendwas nice draus machen, aber bring das nicht so rüber, als ob es was Schlimmes wäre, wenn das so wäre. So, weil, wie gesagt, auch schwule beste Freunde, auf schwulen Partys gewesen, mit Kleid im auf RTL 2 gewesen. Ich war auch schon Karneval verkleidet als schwule Prinzessin. Ich feiere die Jungs. Das ist pro-homo. Ne? Deswegen hat man dann auch ein Auge dafür, wer schwul sein könnte, wer nicht. Dann fragst du mal einen schwulen besten Freund, zeigst dem ein bisschen was und der sagt so, okay, kann gut sein. Sei dahingestellt. Jarambos Punkt ist, Mikesh ist ein Homo. So. Dann macht man aber nice, lustige Sachen daraus. Weil das nichts Schlimmes ist. So, du machst nichts Böses draus. Kümmer dich erstmal um deine Orientierung. Ist falsch, weil du kommst ja so, ah, es sind auch viele Idioten, die denken, das ist nicht so. Du kommst ja so auf die Welt. So, irgendwann im Kindergarten merkst du einfach, okay, so Mädchen, nee. Einfach nein. Und irgendwann merkst du es halt so. Ich habe mich ja mit den Jungs auch unterhalten und so. Und klar kann man auch so werden. Ne? Oder irgendwann bi sein, dann umschwenken, aber die meisten kommen halt so zur Welt. Die haben das einfach in sich drin. Nicht so gemeint. Auf jeden Fall, kümmere dich um deine sexuelle Orientierung, ist falsch, weil, Dicker, jeder kann auf das stehen, was er möchte. So. Und dann anzuführen, dass das in manchen Religionen oder Ländern als Schande und Krankheit gilt, ist eigentlich nur ein Fakt, den der aufzählt. Aber weil der vorher sagt, kümmere dich mal um deine Orientierung, Junge, das gilt da und da als Krankheit, ist natürlich, und das hat er so geschrieben, ja, ist natürlich sehr, sehr unglücklich und lässt zu Recht darauf schließen, dass er homophob ist halt, ne? Und der ist so... Und das ist natürlich dieses, also ich stand da in der Crowd, dachte mir so, ja, okay, die Punchline hat mich gezogen, aber es ist doch kein Grund zu buhen jetzt, Alter, so, straf den doch mit Ruhe ab. So, ein bisschen Silence hätte gereicht, so merkt er schon, aber buhen muss man nicht. So. Das ist halt das Ding, es ist halt ein sehr, sehr, so ein Gutmenschenpublikum, ein sehr überkorrektes Publikum. Und um dann Standpunkt klar zu machen, wird dann halt mal gebuht. Wirklich, Alter, und der ist sogar wirklich noch schwul, Alter. Na klar, Digga, du bist anders als wir, du bist schwul, kapiert? Und Hobbypsychologe. Mikeshs Gesichtsausdruck oder seine Reaktion oder so, die wäre bei jemandem, der mit Bisexualität oder Homosexualität gar nichts am Hut hat, hätte die ein bisschen anders ausgesehen. So. Aber das sei immer noch dahingestellt. Es gibt auch super, keine Ahnung, androgyne Typen, die auf Mädels stehen. Soll es alles geben. Gibt nichts, was es nicht gibt, aber Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da. Aber ist halt so schlecht gemacht von Jarambo. Und dann noch so ein schwuler Veganer? Digga, ist das nicht ein No-Go? Du Homo, du Randgruppenarsch? Ich meine, ich verstehe deine Logik nicht. Du sagst Fleisch essen nein, aber ein Schwanz lutschen ja? Digga, das ist ja wie auf Beat zu rappen. Das auch, das macht Mikesh eigentlich nie, ne? Sich so zu den Kollegen umdrehen. Und so, wenn mir jetzt jemand auf der Bühne sagt, ich wäre homosexuell, so, dann drehe ich mich doch nicht zu meinen Kollegen und sag so nach dem Motto, hör dir mal ihn an, ich bin schwul, sondern so, da stehe ich da, ich stehe da meinen Mann so, weil es ist ja offensichtlich nicht so. Aber das ist dann da schon wieder ein bisschen was anderes. Da komme ich nicht drauf klar. Aber gehen wir mal davon aus, der fickt mich, niemals. Gehen wir mal davon aus, der besiegt mich heute. Dann ist das Gesicht eurer Liga ein Schwuchtelrapper mit dem Always Ultra. Das ist halt auch, Mann, das ist doch...
Meine Güte, man kann das Wort mal so sagen, zu Leuten, die sich so verhalten, aber das ist so, wenn der Champ homosexuell ist, ist das Gesicht eurer Liga ein Wuchtelrapper. So, das ist doch, Mann, mach dich doch nicht noch unbeliebter, als es eh schon in den letzten Zeilen gemacht hast. So, deswegen der Chief auch natürlich vollkommen recht, so, ja, und dann, da haben wir halt einen homosexuellen Champion. So, es wäre auch kein Problem. Aber das natürlich unterirdisch gemacht und so kommt diese Gesinnung, so du kannst keinem einen Vorwurf machen, der sich das anguckt und sich denkt, Dicker, der ist doch homophob, Alter, der ist mit Schwulen nicht ganz so cool. Krass, Swagger. Digga, dagegen bin ich so Baba, ich esse meine Wurst mit Senfgas, hab weder alle Tassen im Schrank noch Unterteller, immer ein Repertoire an Punchline-Pulverfässern mit einer Präzision wie Wurfsterntreffer. Digga, ich bin so genial, ich falte Origami-Figuren aus deinen Schulterblättern und fühle mich inzwischen zwischen all den Battle-Rappern langsam wie ein Hundetrainer. Nur pfeifen. Aber keine Sorge, der Homo wird geschlachtet. Du machst immer auf Kämpfer aus der Gosse, der nichts hatte, während du in Modemarken hasselst. Junge, mehr Widerspruch. So don't let the label you, geht doch gar nicht mehr, du Poloch, geiler Apfel. Guck mal. So, und da braucht ein Notarzt, da ist noch einer umgefallen, ey, das ist wirklich... Junge, 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 ey, was? Auf und ab. Lass da ja schon mehr Widerspruch. Alter. Wieder runtergefallen? Tief, sag, jetzt rufen und weiter. Dort ist ein Arzt am Start, wir haben hier zum Glück Dr. Ersen, ich bin Daumen nach oben, alle klar. Fester Kampfner, könnt ihr weitermachen? Ja! Richtig. Ungünstig. Aber keine Sorge, der Homo wird geschlachtet. Machst immer auf Kämpfer aus der Gosse, der nichts hatte, während du in Modemarken hasselst, Junge, mehr Widerspruch. Zu don't let the label you, geht doch gar nicht mehr, du Poloch, geiler Apfel. Guck mal, ich rap wie unter Strom und werd dir Spacken heute den Todesstoß verpassen. Also bitte, verpiss dich zu sowas wie Germany's Next Topmodel und lass dir von so einem Bruce sagen, bei die Performance muss ich in die Hose Kaka machen. Junge, 16 Mal sahst du mich auf dieser Plattform meinen Gegnern einen Stich geben. 16 Mal sahst du mich auf Absprachen, Regeln und Limits einen Fick geben. 16 Mal Blut, Schweiß und Tränen und jetzt denkst du, du kannst mit deinen 3-4 Solala-Battles den Goldgurt hier mitnehmen? Tja, hätte, könnte, würde, du schön geföhnter, samtjackentragender Hurensohn 17 sein. Also drei Viertel der Runde waren absoluter Mord, wirklich Mord, der perfekte Jarambo, Punchlines, Tempo, alles, Haymaker, nice. Dann kommt dieses dumme Schwulending. Plus einer kippt um, das Ende zieht nicht mehr. Na, schwer. Ich hätte noch so viele Lines zu flippen. Aber ist auch krass. Ist ein bisschen schade eigentlich, ein bisschen Armutszeugnis, dass jetzt 1, 2, 3, 4 von 4 möglichen einfach kein einziger, nicht mal eine Silbe gefreestylt. Ne? Nicht mal ein Konter auf die Sachen. Alter, du hast doch jetzt... Aber manchmal ist die schiere Angriffsfläche des Gegners eine Bürde. Deswegen lautet die Frage zu guter Letzt. So, also Mikesh, ne, der Jarambo droppt da homophoben Lines, bezeichnet dich als schwul und da kommt kein Freestyle-Konter drauf. So, das ist, das finde ich, das ist auf jeden Fall, ja, ein Abzug in der B-Note, so das ist nicht nachzuvollziehen. Wirklich. Jetzt nicht. Ich meine, Jarambo kontert ja auch nicht, ne? Der hat mit den Tochterdingen, da werden richtig, richtige Fässer aufgemacht, da wird richtig schwere Sachen werden angesprochen und es kommen einfach gar keine Freestyle-Konter. Nicht einmal so kurz, muss ja nicht alles kontern, aber dann nicht mal kurz, um irgendwie zu zeigen, ich kann das.
So, das ist ein bisschen schwach, finde ich. Verdientest du den Titel damals, sondern trägst du ihn mit Würde? Blicken wir zurück. 2 Monate nach dem allerersten Titelmatch stand Nidal vor der letzten Ballermann-Crowd judged gegen eine kreischende Debütantin und senkte stolz das Geweih. Aber du verarschst ihn, weil er JRMC danach nur unjudged battelte. Versprichst mit dir als Champ, sei es mit einer solchen Pussy-Scheiße ab heute vorbei. Und vor deiner tobenden Crowd bleibt Nidal nichts übrig, als in die Röhre zu gucken. Wo wäre Alex ohne die Begabung, große Töne zu spucken? Aber das einzige One-on-One als Champ machst du dann selber unjudged. So beginnt sich der von Polkopf seines Mutes gekrönte König zu ducken und wird zu Alexander dem Großen, der plötzlich über allem steht, der halbjährlich zur Kissenschlacht in seinen Führerbunker lädt. Weißt du noch, Alex? Uns beiden hat Jamie dringend geraten, die Unjudged-Option gegen Taggy zu benutzen. Aus Angst suppende Wunden aus dem Battle könnten den Zettergriff beschmutzen. Auch mein Titelmatch war safe. Das Forum saß mir rittlings auf der Brust. Während meine Kreativität mir erstmal sagte, dass sie Kippen kaufen muss, fragt Jamie, dass ich das Battle überhaupt zu Ende schreibe, habe ich bis 14 Uhr des Stichtags nicht gewusst. Jamie meinte, mach bitte unjudged, wie Jarambo, und wie toll das alles wäre. Du kamst ja ohne Schramme raus, für mich belastet's heute die Atmosphäre. Aber genau wie du habe ich immer judged gebattelt. Und da ist es keine Frage von Taktik, sondern von Überzeugung, Stolz und Ehre, dass ich den ersten echten Kampf, den ich verliere, nicht zum Freundschaftsspiel erkläre. Ja, aber der weiß ja vorher nicht, dass er das verliert. So. Ich meine, er hat natürlich recht so, Jarambo lehnt sich aus dem Fenster, sagt so, du battlest nur noch unjudged und battle dann selber unjudged. Ja. Ein paar Leute sind ihr eigener Herr, ne? Und ein paar Leute lassen sich halt einfach auch irgendwo reinquatschen. Glaub mir, mach das mal. Nee, die Gage passt schon. Battle mal den. Und es gibt Leute, die haben halt wirklich einen konkreten Plan und ziehen den durch und sind ihr eigener Herr halt so. Und das ist natürlich ein guter Punkt, den er da macht, so, weil, ja, ist nicht dran zu rütteln, ne? Jarambo macht unjudged gegen Taggy, er macht judged. Sprich, mehr Eier bei Mikesh als bei Jarambo, so ist ein Punkt. Wong Taggy hatte Unrecht. Was dich ausgemacht hat, waren nie bestimmte Lines. Es ist das Kämpferherz, das du personifizierst, was sie schätzen. Diesen unbedingten Willen kann dir auch der Gürtel und sein Prestige nicht ersetzen. Guck mich an, Alex. Ich habe keinen größeren Gegner, als was ich repräsentiere in den Köpfen. Und die Gunst dieser Masse steht und fällt alleine mit der Kunst, die ich schaffe. Aber seit Alex zum Schmetterling wurde, entfernt er sich von allem, was... Natürlich jetzt clever gemacht, so ein bisschen Psychologie, indem er da sagt, ja, ich habe in den Köpfen der Leute so suggeriert so ein bisschen damit, dass so wie der da steht, dass in den Köpfen der Leuten... nicht ganz so nach deren Gusto ist aber genau das Gegenteil. Wenn jetzt von diesen 1100 Leuten, wenn du die gefragt hättest, gerade auch, weil viele Frauen da sind und es ein nettes Publikum ist, hätte auf jeden Fall, vielleicht hätten die gesagt, Jarambo kann das Ding gewinnen, aber für wen die Sympathien vorm Battle waren, ist, glaube ich, selbst erklärend so. Deswegen ist es clever, aber dass er es nochmal versucht umzudrehen, aber auf jeden Fall nicht ganz richtig. Was die Raupe war und entwickelt Distanz. Dein Team-Battle mit Kato hatte als erstes Match des neuen Champs auch Gebissrelevanz. Aber wie hoch ist plötzlich deine Nase und wie mickrig dein Schwanz, wenn du deinem Partner nicht mehr die Hälfte eurer Gage für den Gig geben kannst. Denn Alex und sein Gürtel sind jetzt wie Sissy und Franz. Und das Bart in der Menge hast du... Das ist ein bisschen komisch, weil wenn mir jemand sowas vorwürfen würde, und das stimmt nicht, ne... Nach dem Motto, du hast jetzt einen Titel gewonnen und dann machst du ein Teambattle mit deinem Kollegen zusammen und willst aber, weil du jetzt Champ bist oder aus irgendwelchen anderen Gründen, mehr als die Hälfte haben, was unfair ist so, dann würde ich das auf der Bühne auf safe verneinen. Er macht das aber nicht. Partner nicht mehr die Hälfte eurer Gage für den Gig geben kannst. Aber Kato, hier über den, um den es gerade geht, als Teampartner macht so, nach dem Motto... Denn Alex und sein Gürtel sind jetzt wie Sissy und Franz. Und das Bad in der Menge hast du sichtlich genossen. Aber auch Sissy wurde irgendwann von einem Anarchisten erstochen. Ich fand deine Kunst fast immer scheiße.
Aber eins hab ich bewundert. Den Hunger, die schneidenden Blicke. Heute diktiert er Tabus in den Chat mit PS-Einhalten, bitte. Und verkündet gegen Chris Kotzen im Kreis in der Mitte, dass er, Zitat, auskleppern ist. Vorm nächsten Titelmatch. Wieder nur halbherzig, bitte. Bringst halbgare Mutterleins. Nochmal den Menderes, nochmal den Kerl von der Straße. Du willst keine neuen Lorbeeren mehr pflücken, Alex. Ich hab das Gefühl, du suchst eher nach einer Base. Regel hier, Regel da. Dir wär's doch am liebsten, wenn ich hier eher fürchtig blase. Hast du vergessen, was das hier ist? Du Airbag mit Nase? Hey, was wollt ihr für einen Champ? Und was ändert es, wenn er heute voll on fire durch die Cypher fegt? Wenn er dadurch im nächsten Jahr wieder mit angezogener Bremse und eierlos in Zweikampf geht und sich bis zum nächsten Titelmatch einen Schleier auf die Leistung legt. Natürlich geil, das hat ja jeder bis jetzt gemacht, ne? Der den Titel nicht hat, der Contender, wirft dem Titelträger vor, wie er damit umgeht. Dann gibt es einen neuen Titelträger, dann wirft wieder der Contender dem Titelträger vor, wie er damit umgeht. Und dem Mikesh das jetzt macht, muss er dann natürlich, wenn er das Ding gewinnen sollte, dann auch Taten folgen lassen, ne? Und dann kommt wieder der nächste Contender. Kommt wieder der nächste Contender und sagt dann so, ja, im Match gegen Jarambo hast du das und das gemacht, aber wo bist du jetzt? Ja, man muss dann Taten folgen lassen. Schon ein krasser Gürtel, wenn man ihn als Halsband trägt. Wenn die Jungs vom Festsaal morgen früh beginnen, die Bühne von den Sneaker abdrücken und den Bierflecken zu putzen, finden sie genau dort einen zerquetschten Schmetterling, der leider zu eitel war, um seine Flügel zu benutzen. Aber ich hoffe, ist das Fest vorbei und der Rauch hat sich verflüchtigt, kriegt irgendwo in Bonn die alte Raupe aus dem Dickicht. Aber hey, sie sagen, ich könne nur Bilder malen und der Titel sei für wen anders bestimmt. Aber hallo Deutschland, wäre ja nicht das erste Mal, dass ein verkannter Maler das Land übernimmt. Killer Zweizeiler. Mein letzter Gegner meint, man könne sich an meine Lines nicht erinnern. Und darüber Bits um Bits um Bits zu reißen, gibt sich aber höllisch Mühe, der Crowd die Gelegenheit zu geben, jede meiner Catchphrases mitzukreischen. Ja, das war das, was ich eben angesprochen habe. Was er so ein bisschen gemacht hat, jetzt zählt er das, was ich eben nochmal über Bongtegi gesagt hat, im Battle gegen Mikesh, sagt er das auch nochmal, dass halt Bongtegi halt die ganzen Lines da bringt gegen Mikesh. Also ganze Zeit Mikesh-Lines droppt, um dann zu sagen, es gibt keine Mikesh-Lines. Meine Lines nicht erinnern und darüber Bits um Bits um Bits zu reißen, gibt sich aber höllisch Mühe, der Crowd die Gelegenheit zu geben, jede meiner Catchphrases mitzukreischen. Tief meint in München zu mir, hinter vorgehaltener Hand können mich die ganzen Rapper nicht gut leiden, doch ich sehe sie in 91,6% der seit Dezember releaseden Battles auf mich verweisen. Sie lästern über meine Sprachbilder, passen aber tierisch auf, im Bild zu bleiben, und ich sehe mehr Vögel als im Hitchcock-Streifen, wie sie sich dort erbittert um den Nistplatz streiten. Klar, man braucht ja schließlich nichts zu leisten, nur eine Parodie oder Kritik zu meinem Film zu schreiben und beim Glotzen nach den Flips zu greifen. Und damit sind sie wie Craze mit seinen Rasters. Sie nehmen fremde Symbole und machen sie sich zu eigen. Nur wird der Look an ihnen selbst für alle Zeit beschissen bleiben. Und die Next Gen ist in der Midlife-Crisis und Battlen ist wieder Plätzchen stanzen. Rapper, die sich an die stärksten Äste wanzen und um die Wette Pirouette Richtung Decke tanzen, aber ohne Mammutbäume keine Kletterpflanzen. Ja, da macht der Hype Man auf jeden Fall hier einen super Job. Ihm nochmal ganz kurz ein paar Sekunden gewidmet. Kletterpflanzen. Ja, oh, kann ich, ja, wow. Ja, übersteuert da ein bisschen, ist auch, glaube ich, ist auch so mit der Einzige, der das so euphorisch sieht. Mit so einem Bild aufzuhören, knallt nicht, auch wenn es ein nices Bild ist, gehört es eher in die Mitte der Runde. Wenn die Hitler-Line am Ende kommt, ist monumentales Rundenende auf jeden Fall. Trotzdem eine geile Runde auf jeden Fall gewesen, nochmal ein paar sehr, sehr diepe Sachen angesprochen. Keine Fehler drin, nice Lines drin. Ja, so ein bisschen nochmal ins Gewissen geredet nach dem Motto, warum Jarambo Champion ist, dass der ein scheiß Champion ist und was wollt ihr für einen Champion haben. So, gute letzte Runde auf jeden Fall, sehr gute letzte Runde. Ja,
Ja, komm. Ayo Berlin, dritte und letzte Runde dieses Title-Matches jetzt hier. Abgehen für Joe Rambo. Erstmal richtig wack, Alter. Titelmatch ohne Konter, sorry. Wie und wieso werde ich dich heute beseitigen? Du machst aus dem Battle hier eine Therapiestunde, versuchst mich da zu treffen, wo es mir weh tut und willst mich damit zurechtweisen und mich und mir was beibringen. Naja, und ich will dich einfach nur beleidigen. Aber wenn du heute gewinnst, kannst du dich auch ab heute mit dem Titel brüsten. Und dann werden im nächsten Jahr Mikesh Brücken die Welten dieser Liga stützen. Aber vorher zeige ich euch noch, sein ganzes Mindset ist wie so ein Universum voller Widersprüche. Denn hier steht der hasserfüllte Elvis. Auferstanden aus den Lauchbeeten. Im Kampf gegen Rassismus, Tierquälerei und Unterdrückung stolzierte er zunächst in von Kinderhand genähten Tierpelzen über Europas größte Laufstege. Ging also schon mal nach hinten los. Und die Antwort, warum er jetzt Battle Rap macht, konnte ich dann bei Hackmack TV lesen. Da sagt Elvis, meine primäre Intention ist, dass meine Gegner im Anschluss nicht mehr auftreten. Ey, mal abgesehen davon, dass das ja super geklappt hat, frag ich mich, warum du auf der einen Seite immer den fehlerfreien Gutmensch präsentierst, der dann in einer Szene, die sich gegen Gewalt ausspricht, mit der Moralkeule schwingend Existenzen minimierst. Ey, auf der einen Seite gegen Rassismus und Massentierhaltung, auf der anderen Seite zelebrierst du Mord und Totschlag, denn du bist so linksradikal eingestellt, wenn eine Frau ihre Tage hat, sprichst du von der roten Flora. Ich mein... Ja, es hat keine Hand und Fuß, das sind keine richtigen Punkte, ey. So, warum kann denn ein guter... Battle Rap ist ja eine Kunstform, ist ja Krieg mit Worten, ohne dass dann halt im wahren Leben mit Beleidigungen oder mit Fäusten irgendwie zu... auch eine geile Box-Pantomime von mir an der Seite, an der Stelle. Ohne das mit Fäusten zu klären, so, das widerspricht sich ja überhaupt nicht. Also gerade Gutmenschen... machen doch dann, wenn die ein Fable dafür haben, machen die doch dann Battle Rap, weil es halt fair und friedlich ist auf der Bühne und man sich danach die Hand gibt und alles cool ist. So, das widerspricht sich gar nicht so richtig, ey. So, zelebrierst Mord und Totschlag auf der Bühne oder was? Kennt ihr noch das Davy Pilz Battle aus München? Da haute Pilz ja in der ersten Runde Affenlaute raus. Da regt der Elvis sich unfassbar drüber auf, schmiss seine Honigbienen-Ingwer-Tee-Mischung. Ich fand das übrigens lustig. Also ein kleines blondes Mädchen, was gegenüber so einem großen schwarzen Typen steht und Affenlaute macht. Ich fand das lustig. Man weiß ja auch, dass nicht. Die hält Davy Jones ja nicht für einen Affen, aber es ist einfach. Ich fand das lustig. Passte in die Crowd und pöbelte. Ey, was war denn das, du dumme Sau? Die hat wohl nicht mehr alle Latten an ihrem Zaun, aber das klären wir später. Schließlich judge ich das auch. Ey, und wer im Glashaus sitzt, der sollte besser nicht mit Mikesh reden. Denn du hast sie zwar verlieren lassen, aber die Runde mit den Rassisten-Jokes aufgrund des Gegnerbezugs dennoch klipp und klar einen Sieg gegeben. Aber wer weiterhin denkt, Elvis... So, nicer Punkt, trifft. Aber zu dem Zeitpunkt ist in den Köpfen der Leuten, glaube ich, das Ding schon so ein bisschen vorgefertigt. So, möchte ich mich auch nicht von ausschließen. Wäre barmherzig und zivilisiert, der hat falsch spekuliert. Der nimmt darauf folgenden Interview bei Britain Battles Germany, forderst du sie auf, mal in die und die Straße zu gehen und die Laute zu wiederholen. Dann würde sie sehen, was passiert, mit dem Hintergedanken, dass sie dort Schläge kassiert. Und genau das macht dich zu einem ekelhaften Mensch, der sofort seinen Finger hebt und sich als Richter ernennt, wenn wem anders mal ein Fehler passiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich nachts nicht schlafen kann und während ich meine Fehler bereue, eine Träne vergieß, stehst du vor deinem selbstverliebten Spiegelbild und ejakulierst. Und wie in Part 1 festgestellt, kommt er dann selber nicht auf Multikulti klar und merkst, dir fehlen die Blonden. Und was machen die Herren aus der Oberschicht, wenn sich das idyllische Hamburg langsam verfärbt zu einem grautönigen Compton? Genau, sie ziehen nach Malle, Mailand oder London. Oder warum bist du sonst hier weggezogen, hä? Hier nimmt Studentenviertel schon die Mieten rauf? Oder platzt Mikeshs Traum, wenn du in die pazifikblauen Spiegel meiner Augen in der Iris schaust und feststellst, zwischen Mikeshs Traum... Hat nichts mit dem Battle zu tun, ne? Aber so, WTF. Entweder ziehst du hier, machst du hier so ein Dings gerade durch oder du hörst halt hier auf. Aber Haare bis zum Kehlkopf, so hier ist nichts, da ist so ein bisschen so, ey, ohne Spaß. Also, der Einzige, der das noch barttechnisch
unterbietet, ist wirklich Jizzy. Ne? Aber der macht das auch mit dem Augenzwinkern. Ich glaube, das ist, warum, Alter, du bist so ein hübscher Junge. Mach die Kacke weg da, ey. Wenn du in die pazifikblauen Spiegel meiner Augen in der Iris schaust und feststellst, zwischen dir und dieser Crowd löst sich dein Selbstwert auf wie Shisha-Rauch. Und der Druck in deiner Lunge, während du durch Wolke 7 tauchst, raubt dir miesen Lauf die Luft wie bei einem tiefen Rausch. Mann, ein Löwe läuft niemals durch ein Hamsterrad, aber er dreht... Ist dieselbe Taktung, obwohl kein Beat läuft, ich weiß, aber ist derselbe, dieselbe Taktung, dieselbe Art von Betonung, derselbe Duktus wie im Finale gegen Nidal, ne? Ja, schwer jetzt nachzumachen. Vielleicht merkt ihr es ja. Shisha-Rauch und der Druck in deiner Lunge, während du durch Wolke 7 tauchst, raubt dir miesen Lauf die Luft wie bei einem tiefen Rausch. Mann, ein Löwe läuft niemals durch ein... Mann, ein Löwe, denn ich bin im Herzen die Raupe. Mann, ich bin immer die... So, diese Pause... Hamsterrad, aber er dreht Runden vorm Kaninchenbau. Du sagst, du warst der einzig deutsche Name am abgekratzten Klingelschild. Herr Digger, so ist das bei einem Einfamilienhaus. Nice. Was für ein Familienhaus, das war ja ganz anders. Du sagst ja, deine Familie hat im Plattenbau gelebt und du bist schon als kleiner Junge durch die Hut gelaufen. Und um die Miete zu sichern, musste dein Dad geklauten Schmuck verkaufen und in dir hat sich der Frust gestaut, weil du eins dieser Kinder warst, die zwar Liebe bekamen, aber Luxus brauchten. Ey, du warst stets auf dem Weg Richtung Geld und Erfolg und deine Eltern standen hinter dir und waren stolz auf dich, aber du warst von deinen Eltern enttäuscht. Mit nicht mal 18 Jahren standst du dann auf eigenen Beinen und schmissst für Fashion dein Geld heraus. Leben in WGs, gestern hier, heute da, Hauptsache weit, weit weg vom Elternhaus. Hast deine Tasche gepackt und einen Fick gegeben und schon warst du weg für immer und dir standen alle Türen offen, weil du ein Gesicht hast, was die Menschen sehen wollten, aber keinen interessierte der Mensch dahinter. Ey, und was macht so ein arroganter Clown, nachdem er um seine zarte Haut einen Panzer baut? Er klopft sich selbst auf die Schulter und lässt seinen Frust an anderen raus. Mann, und so erschufst du Mikesh. Lange aufgestaut und bis ins Detail durchdacht. Mikesh, das wütende Echo des Elvis, das sich an den Menschen rächen geht, die du immer beneidet hast. Mikesh, der fehlerfreie Junge in einer eintönigen Schattenwelt, der dir zwar nicht den Seelenfrieden... Nicht schwul. Bringt, aber die Anerkennung, solange er die Fackel hält, bezeichnest Jungs wie Indostan als Tanzbär, weil er nach einem Choke, statt abzuhauen, seinen Text trotz der Buhrufe noch dahin gerattert hat. Tanzbär sagt die Schwuchtel, die hauptberuflich vor Publikum mit dem Hintern wackelt, ja? Ich meine, für die Geschütze, die du auffährst, brauchst du noch einen Waffenschein. Und der sich immer und überall als Stärksten sieht, der tritt anscheinend auch gern auf Schwache ein. Und genau da liegt der Unterschied. Aber bleib du ruhig im Glauben. Du bist hier der heilige, schöne, eiserne König. Doch geh in Gedanken nochmal zurück über den Laufsteg mit den Mailänder Größen. Und dann blickst du mit Schweiß in der Stirn in das Blitzlicht und lässt für 10 Sekunden einen Zeitraffer lösen. Und dann denkst du drüber nach, wo du herkommst, wo du hin wolltest und was du gerade tust. Und schon beginnen die Sponsoren in den ersten Reihen zu pöbeln. Dann hörst du deinen Herzschlag zwischen einem leiseren Stöhnen. Und dann merkst du, das, was du tust, legt das, was du willst, auf Eis und es tötet. Und entlarvt dich als Marionette, das kleinste Zahnrad, der Tanzbär, der sich hauptberuflich bückt für die Reichen und Schön. Ey, und dann kommst du wieder hierher, voller Schweiß und Angst. Die ganze Cypher ist gespannt und dir wird heiß und du verkrampfst und die Wahrheit drückt dich wie ein Peitschenhieb in Schlamm, woraufhin du schon die weiße Flagge spannst und faselst, stop the fire, I'm done. Doch egal, was du von jemandem wie mir denkst, so bestreite ich keinen Kampf. Denn liegt ein Mann in der Arena vor mir, verzweifelt da im Sand, sag ich, reiß dich mal zusammen, schmeiße meine Schwerter weg und reiche ihm die Hand. Mann, ich bin nicht wie du. Und dafür ist Gott mein Zeuge. Hiernach gehst du nach Hause und merkst, dass du den Ausritt ins Rampen nicht doch bereust. Das Bewusstwerden deiner Niederlage sorgt bei dir blitzschnell für neuen Ausdruck wie ein Polaroid und vom Koks betäubt, sagt dir eine innere Stimme, es war alles umsonst, während du auf deinem Balkon stehend über die Großstadt äugst. Ey, und wenn der Geier mit... Über etwas äugen. Das geht jetzt schon 2 Minuten so und es kommt kein Punch, ne? Der verzettelt sich da übelst, ey. Ich meine, der gibt Gas und so, aber da ist nichts dabei, was irgendwie catcht, nichts dabei, was trifft. Das ist auch nicht so ganz klar verbal gezeichnet, was der da sagen will. Er bückt sich da für die Reichen und Schönen, aber dann will er doch da und so erschaffst du Mikesh. Und aber wo ist der Punkt denn jetzt? Wann
Es ist nicht klar genug gemacht. Für eine dritte Runde in einem Battle, da muss es, das muss sehr, sehr deutlich sein. Plus die Leute, also die reagieren nicht. Da muss was kommen, aber es kommt einfach seit 2 Minuten nichts. Mit dem gerissenen Flügel, wenn ein letztes Mal vom Leben eines Vogels träumt, hat er die Hose feucht. Während sein Angstschweiß ihm über den Torso läuft, wird er der nächste Modefreund, der sich vom obersten Stock in den Tod stürzt wie dieser Zombie-Boy. Also lassen wir den Geier heute sein Schwanenlied singen. Und du stellst fest, diese Bühne hier ist dein Balkon. Der Titel, der Bordstein und ich bin die Stimme, die dir durch den Kopf geht und sagt, du sollst springen. Wow. Yes. Du hast mal gesagt, dein Geist ist ein Freier. Dabei musst du ernsthaft zugeben, dass du hier noch niemanden zurechtgewiesen hast mit deinen Lines. Du, Elvis, wirst heute von deinem erschaffenen Mikesh gefickt, den du selber innerlich verachtest. Und das heißt, dein Freier ist ein Geist. Digga, ich hoffe, jetzt wird dir der Unterschied zwischen uns klar. Und du fühlst dich unwohl und kriegst Heimweh, denn du hast dein Ziel nicht erreicht. Mich nicht therapiert oder getroffen, also hab ich gewonnen. Denn ich hab dich heute auf jeden Fall beleidigt. Time, Bitch. Merkt man schon am Jubel, das Ding ist so ein bisschen durch. Ich hatte es auch gejudged. Natürlich sind die Live-Eindrücke immer noch anders, als wenn ich das jetzt so ohne Leute um mich rum, ohne Halligalli, ohne Gänsehaut, ohne ein paar Bierchen getrunken, so betrachte. Ich glaube, ich habe die erste Runde war ja auch Killer, die habe ich am Mikesh gegeben. Die zweite Runde jetzt ist auf jeden Fall debatable, ey, weil das Ding ist, Mikesh macht halt dieses riesen Feministenfass auf, was auch voll trifft. Aber ich finde trotzdem Jarambos Feuerwerk, diese 75% von 100% Rundenlänge Feuerwerk, die der da abfackelt, haben live auf jeden Fall mehr gezündet, ballert auch mehr, das ist mehr Battle Rap. Natürlich bleibt Mikesh Runde mehr im Gedächtnis so, aber live kann ich noch nachvollziehen, warum ich die Runde auf jeden Fall auch an Jarambo gegeben habe, weil die wirklich, wenn du live da bist, halt noch mehr wie ein Feuerwerk rüberkommt als jetzt schon. Dann kam dieses schwulen Ding, was ich jetzt nicht so als schlimm erachtet habe, weil es live kann man das halt nicht so sezieren, man sieht es halt nicht so genau, man hört es nicht so genau wie jetzt hier vom Bildschirm. Und ja, das Ende halt, aber... Ja, jetzt müsste ich schon sagen, die zweite Runde ist auf jeden Fall ausgeglichen. Der dritte Runde ist eine klare Kiste gewesen. So, Mikesh, gute Angles, gute Punkte, gute Finishing Lines. So. Und Jarambo rappt sich um Kopf und Kragen on fire. Ist auf jeden Fall dicker wie aufgezogen. Ist eine Riesenleistung, riesen Energieleistung auch, die der da vollbracht hat. Aber ja, wenn du nicht auf den Punkt kommst, dann kommst du, ja, dann ist halt. Dann ist schwierig. Ich sag dir gleich nochmal, was du gesagt hast. Oder sag mir gleich nochmal, was du gesagt hast. Oder irgendwie sowas. So. Nicht schwul. Spaß. Ist alles, falls wir mal irgendwann betteln sollten. Ey, yo, Berlin! Das war hier nicht halt die Zeit, die. Das war nicht zu erwarten! Hier war richtig Gift und Feuer drin! Macht mal Lärm für unser viertes Seitenmatch hier! So, genau, das wird jetzt gejudged von, ich glaube, Brian Damage, Craze, mir. Wer war noch dabei? Ich glaube, Tierstar. Tierstar war der Einzige, der es, glaube ich, an Jarambo gegeben hat. Und noch irgendjemand, ich erinnere mich nicht mehr, vielleicht Klepp oder so. Ja, Mikesh hat das Ding im Endeffekt 4-1 gewonnen. Glaube ich, wenn es 5 Judges waren. Weiß ich nicht. Aber hat das Ding auf jeden Fall gewonnen. Auch nicht super knapp gewonnen. Auch zu Recht gewonnen auf jeden Fall aufgrund der ersten und dritten Runde. Und wenn man jetzt nochmal sieht, die zweite Runde ist natürlich auch Killer. Ja, hat er auf jeden Fall in die Herzen der Frauen seinen Pfeil reingeschossen. So. Jarambo mit einer Monsterleistung, finde ich, war eine krasse Intensität. Also, ich habe auch andere Titelmatches gesehen, auch schon live gesehen. Und ich bleibe auf jeden Fall bei meiner Aussage, dass das qualitativ Beste war. So.
Ich glaube, welches kommt da überhaupt noch in Frage? Das erste, Brian gegen Nidal, war nicht so krass. Da fand ich Lyrico gegen Nidal schon ein bisschen unterhaltsamer. Nidal gegen Jarambo war auf jeden Fall krass, aber Nidal war da halt so auf einem Ding, auch ein hohes Niveau auf jeden Fall. Deswegen würde ich schon sagen, das ist das qualitativ hochwertiges Titelmatch auf jeden Fall gewesen. Ist auch mal schwer, das den Vorgänger so zu toppen. Aber ja, Mikesh ist jetzt Champion. Was Jarambo jetzt macht, ah ja, stimmt, Alter. Jarambo battelt jetzt bei Top Tier Takeover gegen Decepticon. Gegen wen, fragt ihr? Zu Recht, gegen Decepticon, genau, Gewinner des grandiosen BOH-Turniers, des Battle of Honor-Turniers. Fragt mich nicht, wie diese Paarung zustande kommt. Das ist, ich meine, ich habe selber schon mal gesagt, ich würde gegen MC Goina battlen, aber selbst das wäre noch ein anderes Level auf jeden Fall. Und da geht es ja auch um Entertainment-Faktor. Also das verstehe ich beim besten Willen nicht. Ich bin, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich mir das, in welcher Stadt das ist, ob ich mir das live reinziehen kann, aber ja, würde ich dann auch mal gerne nachfragen, so was da am Mach ist auf jeden Fall. Ja, Monsterfinale, wir haben einen neuen Champion mit Mikesh. Ich bin gespannt, wem man dem jetzt servieren wird, weil Bongtegi geht nicht. Er wäre eigentlich der rechtmäßige Anwärter, so geht nicht. Der hat ihn jetzt schon zersäbelt. Wer ist sonst noch, Alter? Contender-Match, Chris Kotzen, Rob Skewer, die haben 1,5-Minuten-Match gemacht. Das wären beides theoretisch Contender. Ja. Alter, wen nimmst du da? Das ist auf jeden Fall nicht einfach, was so die Titelplanung angeht in Sachen Diltily. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich sagen möchte? Ja, in eigener Sache auf jeden Fall noch. Ja, die Tour ist einfach jetzt so gut wie ausverkauft. Ne? Bis auf Leipzig und Stuttgart sind noch ein paar Karten übrig, sonst ist alles ratzefatze ausverkauft. Die zweite Tour steht auch schon, also die Fortsetzung der Übertreib nicht Tour für November. Tickets gibt es auf Eventim. Möchte mich bedanken bei allen, die hier zugucken, die auch trotzdem noch den Kern der Zuschauer stellen, obwohl YouTube wirklich arg die Sachen hier einkesselt. Ne, nichts monetarisiert und wirklich das Video einfach nicht teilt und Leute, die hier bei dem Kanal mal die Glocke eingeschaltet haben, die ist einfach aus. Habe ich jetzt mehrfach schon bekommen, deswegen soll ich euch, also ist clever euch zu sagen, aktiviert die Glocke wieder, dass ihr davon mitbekommt. Aber dass das Interesse jetzt irgendwie rückläufig wird, war ja auch abzusehen. Ich meine, wie lange soll man sich das auch reinziehen? Aber nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall stolz auf den Kern, der sich das alles hier reinzieht. Bombe. Ich freue mich immer mehr über gute Matches, die auf jeden Fall reinkommen. Das nächste Contra-View ist auch, die nächsten zwei Contra-Views sind auch schon geplant. Die müssten dann im November kommen. Da ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall nice Sachen dabei, wo man sich darauf freuen kann. Genau. Also. Weitermachen. Kopf hoch und eine weitere Floskel fällt mir nicht ein.